So, da wurde gerade nach der Musik gefragt. Das war der Theme-Song von Utopia. Dem Original, wohlgemerkt, dem, ich hab's schon vergessen, schottischem oder so, Original. Gibt eine Remake, das soll eine Katastrophe sein. Aber das Original ist eine überdurchschnittlich gute Serie. Das heißt nicht, das ist eine 5,5, sondern das heißt, das ist eine 8. Und ich bin streng. Ich bin streng, Freunde. Ja, Avocado, Leute. Ich muss jetzt immer zu klarkommen. Hab nämlich den Start heute total verpennt. Hab noch mein altes Sarah Lee Heinrich Video raussuchen wollen, welches ich damals zumindest die ersten paar Minuten fertig hatte, aber nie komplett fertiggestellt habe, was sehr, sehr schade ist. Denn die 4 Minuten oder so, die ich hatte, die waren sehr, sehr gut. Das ging auf die Schnelle nicht. Ja, von daher müssen wir uns um andere Themen kümmern. Womit fangen wir denn jetzt an? Vielleicht, um mal schon mal so ein bisschen aufzugeilen, bevor ich eure Beiträge vorlese, mit dem Hörbuch, welches ich euch vor 4 Wochen oder so schon mal vorgestellt hatte. Erinnert euch bestimmt. Da bin ich kurz vom Thema abgekommen und ich weiß nicht, warum am Ende sind wir hier gelandet. Ihr werdet wach von Baba! Und da will ich jetzt noch mal kurz einhaken. Ja, also. Es geht um dieses abscheuliche Machwerk Black Hole Blackout 10 Jahre danach von Mark Ellsberg. Ich habe euch vor ein paar Wochen die Stelle gezeigt, wo gegendert wurde, und dann bin ich hochgeschreckt. Kurz davor gewesen einzuschlafen und plötzlich schrecke ich hoch. So, jetzt habe ich diese Abscheulichkeit, glaube ich, zumindest zu Ende gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es wirklich zu Ende gehört habe. Ist halt auch ein Scheißhörbuch, muss man dazu sagen. Doch, ich habe es zu Ende gehört. Ich habe es zu Ende gehört und dachte mir am Ende, hä? Na gut, jedenfalls ist das ein Scheißhörbuch. Und ich zeige euch jetzt die abartigste Stelle, die ich jemals in irgendeinem Hörbuch gehört habe. Ja? Viel Spaß, Freunde. Das Ding ist übrigens eine Kurzgeschichte, geht nur 1 Stunde 23. Also entsprechend hat das Buch, keine Ahnung, was heißt denn das? 50 Seiten oder so? Okay, macht euch bereit. Das hier ist bei Minute 34. Dessen Vater ein paar Jahre Wirtschaftsminister und zuständig für Ölförderungs- und Verarbeitungslizenzen war. Ein brasilianischer Bautycoon und ein Mischkonzernerbe aus Singapur. Geschätzte Vermögen jeweils mehrere Milliarden. Das waren nur ein paar. Denen gehören ganze Straßenzüge in Londoner Nobelbezirken und eigene Karibikinseln. Bei denen ist das richtige Geld zu Hause. Dagegen sind die paar Dutzend Millionen eines Fußballers oder auch hunderte Millionen an hinterzogenen Steuern eines deutschen Mittelständlers Peanuts. Und das waren jetzt nur die 2 Fälle, für die Müller tatsächlich vor Gericht musste. Frag nicht, was alles nicht ans Licht kam. Sie blendete weitere Gesichter ein, nannte Namen und Funktionen. Einige davon erkannte Solveig. Das sind Müllers bekanntere Freundinnen und Freunde, erklärte Emilia. Ein Who is Who der deutschen Politik und Wirtschaft. Sie nannte 8 Ex-Bundesministerinnen und Minister, 12 ehemalige Landesministerinnen und Minister, diverse ehemalige Staatssekretäre, Abgeordnete, Bürgermeister und hohe Beamte sowie diverse führende Manager, die anschließend Vorstände, Aufsichtsräte oder hochdotierte Berater in Müllers weit verzweigtem Unternehmenskonglomerat gewesen waren, immer noch waren. So. Kann mir jemand erklären, was dieser Quatsch soll? Bürgerinnen und Bürger, Ministerinnen und Minister, und dann geht's weiter mit Bürgermeistern, Vorständen. Ich hab's schon vergessen. Ich meine, will dieser Mann, will Herr Elsberg mich abnerven? Ja, wenn ich von Bürgerinnen und Bürgern höre, dann weiß ich, okay, da will jemand ganz besonders höflich sein. So, dann geht's weiter, erneut mit der Doppelnennung, gefolgt von der Doppelnennung. Ich glaube, gefolgt von der Doppelnennung. Und dann kommt das generische Maskulinum.
zum Einsatz, und zwar 5-6 Mal in Folge. Wie, also, sind das dann jetzt nur Männer gewesen? Also, versteht ihr mich? Das ist verwirrend. Belass es bei der männlichen Form, beim generischen Maskulinum, dann triffst du über das Geschlecht der Person, über die du da sprichst, keine Aussage. Das ist akzeptabel. Dann weiß ich, das kann alles möglich sein. Männer, Frauen, gemischt, nicht nur Frauen. Dafür haben wir einen Sonderbegriff. Ja, das wären dann Bürgerinnen. Naja. Gut, das ist Nummer 1 gewesen. Dazu kommen wir gleich. Gleich geht's weiter mit Hogwarts Legacy, Freunde. Zuvor ein mittlerweile 16 Tage alter Beitrag von Moon Madness 97 für $15. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt: Das Video, das ich letzte Woche im Superchat schicken wollte, war das falsche. War leider high. Was ich eigentlich schicken wollte, die Bundeswehr in 11 Sekunden. Dazu ein Videolink. Hab übrigens selbst gedient und weiß, wie marode die Truppe ist. So, erinnert euch, das ist das Video gewesen, wo so eine Gruppe singt und dann gibt es dazu, weiß ich nicht, 8 mögliche Lyrics, die eingeblendet werden. Und alle funktionieren auf diesen Text. Aber das meinte er gar nicht. Er meinte dieses Video hier. Viel Spaß damit. Ja, ein echter Spitzenverein. Da musste ich denken an das Video von diesen zwei Soldaten. Ich glaube nicht aus Deutschland oder Special Force oder so, keine Ahnung. Ich will nicht zu viel spoilern. Ja, ich habe mich damit auf die Suche gemacht. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es gefunden. Ja, viel Spaß hiermit. Gut. Das war 1A synchron. So wie das ja, glaube ich, auch sein muss. Beim Militär. Ne? Damit haben wir dann das auch erledigt. Vielen Dank nochmal, Moon Madness. Und jetzt gehen wir zu heute. Und heute heißt, wir landen bei fest kochende Kartoffel. Für 16, nee, nicht für 16, sondern 16 Monate. Ich danke dir vielmals. Wer Hogwarts Legacy spielt, ist ein schlechter Mensch. Ja. Und nein. Oder beides. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ja, ich bin auch dann gespannt nachher über Diskussionen, die wir anschließend führen können. Ja, ich fange jetzt auch gleich mit der Präsentation an. Vielen Dank, festkochende Kartoffel. Chris Enger hat mich geradet. Ich danke dir vielmals, Chris Enger. Fulsk, 18. Monat. Vielen, vielen Dank. Fulsk, wir müssen reden. Ich habe nämlich voraussichtlich ab Mitte März ein paar Tage Freizeit, die ich nicht ertragen kann. Ja, ich kann es nicht ertragen, einfach mal vom Fernseher zu sitzen und zu zocken oder so. Ich möchte gerne ein Lied aufnehmen. Mit dir zusammen natürlich. Und zwar ein richtiges Lied. Also kein ernst gemeintes Lied, aber ein richtiges. Ja, wir müssen uns da nochmal kurz schließen. 1,5 Jahre und du dachtest, dass der Stream nach 2 Monaten runtergeht. Ja, ich bin immer wieder irritiert von dem, was hier abgeht. Ne? Skinny the Gym, 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Kaspar, alte Fachkraft, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Sehr gut. Letzte Woche eine Pause gemacht, ne? Hab da wahrscheinlich alle mitbekommen oder die meisten zumindest. Mir geht's wieder gut, mir geht's sogar so gut, dass ich die Bits angepasst habe. Runter auf 500, wir gucken mal, was passiert. Also entsprechend habe ich heute offensichtlich ein bisschen mehr Zeit. Ich bin übrigens nicht traurig, wenn wir nach 3 Stunden durch sind. Ja, oder 2,5 vielleicht sogar. Aber ich habe durchaus ein bisschen mehr Zeit eingeplant. Vielen, vielen Dank, Skinny the Gym. Fantastic Mr. Fox 2022, 13. Monat, vielen, vielen Dank. Avocado, Leute, mal wieder live die wöchentliche Dosis Hass abholen. Fühlt euch alle herzlich gehasst. Ja, von mir ebenfalls. Vielen Dank. Fulsk, da ist er wieder. 500 Bits. Fulsk, ich danke dir vielmals. Ohne Text. K.
Karl für 10 Euro. Ich danke dir vielmals. Ja, darf man. Du spoilerst so ein bisschen meine Präsentation. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit dir verfahren soll. Hast du da irgendwelches Material vorab durchgestochen bekommen, oder? Eieiei. Ioniball, 11. Monat, vielen, vielen Dank. Medel, King Kaspar und werte Zuschaui. Medel, mein Lieber. Zephäus, 10. Monat, vielen, vielen Dank. 10 Monate und ich bin auch dabei. 10 Monate und ich bin auch dabei. Und dann ein Emoji, welches ich nicht entziffern kann. Ich danke dir vielmals. Capitano Chip, 22. Monat, vielen, vielen Dank. Zwieback und Kaminwurzeln ist echt geil. Die heißen doch Wurzeln. Danke für den Tipp. Ja, Chippy, sehr gerne. Ich meine, die Krönung ist dann, wenn du auf den Zwirk noch ein bisschen Butter drauf machst. Aber das musst du gar nicht, ja, weil die Kaminwurzeln, die sind so fett, das geht doch ohne Butter. Und vor allem, es ist nicht sonderlich teuer, also tausendmal billiger als Monks beim Bäcker vorbeizuschauen. Und es ist geil, es ist echt geil, ja. Kleiner Tipp bei Kaufland. Ihr merkt, ich spreche immer wieder Kaufland an. Ich liebe offensichtlich Kaufland. Gibt es Kaminwurzen? Ich glaube, die heißen da nicht Kaminwurzen, aber die findet ihr schon irgendwo in der Fleischabteilung mit Chili-Flavor. Die sind dann so ein bisschen scharf. Ja, gibt nochmal den extra Kick. Vielen, vielen Dank, Capitano Chip. Ach du meine Güte, 13. Monat. Vielen, vielen Dank. Zwieback, nee. Ich bin verrutscht. Das war gar nicht der Capitano Chip. Es war der, ach du meine Güte, dann danke ich dir vielmals und empfehle dir mal bei Kaufland die Chili-Sorte zu kaufen. Jetzt machen wir Capitano Chip, 22. Monat. Vielen, vielen Dank. Noch 2 Monate, dann habe ich 2 Jahre voll. Länger als die meisten meiner Beziehung, Miss Bloody Sunday ausgeschlossen. Ja, na dann beglückwünsche ich vor allem Miss Bloody Sunday. Ne? Du erinnerst dich vielleicht noch, also ich hoffe, dass du es mitbekommen hast, das müsste eigentlich jeder mitbekommen haben, als... Ach, scheiße, wie heißt denn der schwedisch, nicht kroatisch, aber schwedisch-jugoslawische Fußballspieler? Zlatan. Zlatan. Ach Gott, kennt ihr dieses Video von Zlatan, als er bei dieser Late-Night-Show war? Zlatan Fortune-Teller. Also dieses Video, ich kann das nicht abspielen, das ist 1000%ig Copyright von vorne bis hinten. Aber dieses Video ist wahrscheinlich eins der besten Videos, die es auf YouTube gibt. Ich poste euch meinen Link. Ich mache es euch denkbar einfach. Bitte, bitte schaut euch dieses Video bei Gelegenheit mal an. So, jetzt kommen wir zu Miss Bloody Sunday und was ich eigentlich sagen wollte. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Urban Myth ist. Ne? Ich vermute fast, das ist so nie gewesen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das war so nie. Ja? Aber hier, when asked what he got his wife for her birthday, nothing. She already has Zlatan. Und damit möchte ich dann halt auch Miss Bloody Sunday beglückwünschen. Ja, für einen großartigen Ehemann. Oder Freund, keine Ahnung. Ich kenne euren Beziehungsstatus nicht. Ja, Zlatan ist King, lese ich gerade. Da sagst du was. Frack Fool, 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Amadeo Plutonium Stiftung, 500 Bits. Ich danke. Seema Hirsch, Pulitzer-Preisträger, hat in einem Artikel erklärt, wie die Amis Nord Stream zerlegt haben. Bitte nehmt das in der Wabe durch und dann ein Link zu seinem Substack. Das habe ich alles schon gespeichert. Ich habe davon bekommen. Das ist auch interessant. Ich finde es auch interessant, dass, soweit ich weiß, seine Wikipedia-Seite mittlerweile überarbeitet wurde. Das stand dort vor 48 Stunden noch nicht. Jetzt steht es dort, dass dieser Mann ein Verschwörungstheoretiker sei. Die gute Frau Holstein. Die hat einen Tweet heute abgelassen, Alter. Also, ich kann das über sie einschätzen. Ja? Wer war das mit Nord Stream 2? Aber bevor der Herr Hirsch um die Ecke kam, der Pulitzer-Preisträger mit dieser Geschichte, war ja mein Tipp die USA. Denn niemand profitiert davon so sehr wie die USA. Die Russen profitieren gar nicht. Ja? Und jetzt haben wir diese Geschichte, die das Ganze zu stützen scheint. Holstein
Twitter. Die Frau ist übrigens Chefredakteurin im Hauptstadtbüro von T-Online. Also das ist eine sogenannte Journalistin. Also sogenannt, weil sie ist keine. Aber das ist ein anderes Thema. Und sie schrieb heute zu dieser Causa. Fand ich hochinteressant. Wo ist der bekackte Tweet? Wenn ich alles veröffentlicht hätte, was ich todsicher von einer Quelle hatte, meine Karriere wäre gepflastert mit Falschmeldungen. Deshalb Hashtag Zwei-Quellen-Prinzip. Schreibt die Frau, die Chefreporterin ist, im Hauptstadtbüro von T-Online. T-Online übrigens der Laden, der vor gerade mal einem Monat mit der Geschichte um die Ecke kam, in Borna hätten Neonazis das Rathaus dem Erdboden gleich gemacht. Quelle? Ein Facebook-Kommentar. Daraufhin hat man einen Artikel geschrieben. Da schreibt jemand auf Facebook einen Kommentar. Ich hab Neonazis in Borna gehört. Gehört, wohlgemerkt nicht gesehen. Und daraufhin schreibt man bei T-Online einen Artikel darüber, dass Neonazis in Borna im Grunde genommen die ganze Stadt abgerissen hätten. Ja? Und die Frau kritisiert Herrn Hirsch, weil er sich nicht an Zwei-Quellen-Prinzip hält. Im Gegensatz zu Frau Miriam Holstein übrigens. Ja, die hält sich daran. Oh, Freunde, ey. Was hier abgeht, es ist nicht zu fassen. Aber wir sind übrigens am Gewinnen. Also aktuell sind wir brutalst am Gewinnen. Aber dazu kommen wir hoffentlich dann bei der Honigfarbe. 46 sehe ich gerade. Dann mache ich mal noch einen Beitrag hier. Highrise Zero, 16. Monat, vielen, vielen Dank. Hast du das Interview von Beast Kitchen, der Moderator ist der Muslim, und Sheikh Ibrahim mitbekommen? Nein. Er kritisiert in Recht based, aber seiner Community hat das gar nicht gefallen. Die mögen Ibrahim. Er hat sogar ein Entschuldigungsvideo gedreht. Ich notiere mir gerne mal diese Namen und forsche da mal nach. Ich habe davon nichts mitbekommen. Eine Beast Kitchen sollte reichen. Ich nehme an, der Kanal heißt dann Beast Kitchen. Nee, ich schreibe mal auch Sheikh Ibrahim auf. Sheikh Ibrahim ist der mit diesem überkrassen Bart, ne? So ein Dünner. Aus Deutschland. Ich guck mir das an. Kertenkehle 199, 18. Monat. Vielen, vielen Dank. Kaspar, 1,5 Jahre. Abzocke. Ja, dankeschön. Verdient, meine Lieben. T-Cloud, 5. Monat. Vielen, vielen Dank. 5 Monate Hass auf weitere 5. Ich danke dir vielmals. Call Molly, 21. Monat. Vielen, vielen Dank. Guten Abend. Kannst du meinen Hund Charon grüßen und ihm sagen, dass er ein feiner Hund ist? Null. Ja klar. Charon. Ich weiß, ob du Charon heißt. Die begrüßt auf jeden Fall und du bist ein ganz feiner Hund. Ja, wer ist ein feiner Hund? Wer ist ein feiner Hund? Der Urbane. 1000 Bits. Ich danke dir vielmals. Endlich mal wieder live dabei. Ich freue mich sehr, der Urbane. Vielen, vielen Dank. So. Bevor ich weitermache, mache ich erst noch kurz ein bisschen thematisch weiter. Ja? Ihr habt ja... Ach, jetzt habe ich diese... Um Gottes Willen, seht ihr, ich bin so schlecht vorbereitet heute. Das ist ja ätzend, Mann. Jetzt muss ich diesen Bell Tower News-Artikel nochmal rauskramen. News... Ich hoffe, davon haben nicht alle mitbekommen. Von dem Herrn Sebastian Schuller. Übrigens ein Alpha, wie er im Buche steht, rein optisch. Der hat, also hier haben wir leider kein Bild, aber ich kann euch mal zeigen, was das für ein hübscher Mann ist. Das ist, warum ist es eigentlich so wichtig, wie der aussieht? Ja, das ist doch gar kein Argument. Aber die Soulboy-Vibes, die sind strong in diesem Mann. Darum ist das durchaus vernünftig, da mal auch zu gucken, ja, haben wir es denn wirklich mit einem Soulboy zu tun? Und ja, haben wir. Also
Zwei-Quellen-Prinzip. Ne? Wir haben einmal das, was ich euch vortrage. Das trieft nur so vor Soulboy. Und dann haben wir dieses Selbstporträt von dem Herren. Und das gibt mir letztendlich recht. So. Zurück zu diesem Artikel hier. Er hat bisher für die Amadeo-Antonio-Stiftung einen Artikel geschrieben. Vorgestern. Das ist dieser hier. Harry Potter und die reaktionäre Weltsicht von J.K. Rowling. So, was da drin steht, ist, dass die Kobolde, um Gottes Willen, also den Punkt, den diese ganzen Schwachmaten da draußen machen, die Kobolde, die haben, glaube ich, lange... Ja, genau, ich glaube, die haben lange Nasen. Übrigens, man muss dazu sagen, ich bin so mit 16, 17 durchaus Harry Potter-Fan gewesen, habe aber nur die ersten zwei Bücher komplett gelesen und das dritte dann halb. Ja, also so grob weiß ich schon Bescheid, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, von daher weiß ich nur noch die Hälfte. Ich kann mich an die Kobolde zwischen gar nicht mehr erinnern. Ja, aber die Kobolde, die hätten wohl lange Nasen in diesem Buch. Das streite ich gar nicht ab. Und die würden wohl die Finanzen da regeln. Wie heißt die Welt? Keine Ahnung. Also im Bereich der Zauberer. Ja. Und das ist natürlich eine Chiffre. Das ist natürlich eine Chiffre. Und soll eigentlich aussagen, Juden haben lange Nasen und managen hier das Geldsystem. Und sind hässlich wie Kobolde. Ja, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, der da drin ist. Aber darüber will ich nicht reden. Das mag alles sein. Mir ist das zu blöde. Ich verteidige Harry Potter nicht, wenn ich nicht mehr weiß, was da so alles drin steht. Ja, ich halte das für Quatsch. Ja, ich glaube nicht, dass sich die J.K. Rowling da hingesetzt hat mit ihrem unbändigen Hass auf Juden und sich gedacht hat, so, Freunde. Jetzt mache ich ja Kobolde. Und die sind so wie die Juden, diese Kobolde. Ja, und eigentlich will ich damit die Juden angreifen. Ich habe da so meine Zweifel, ja. Aber, großer Skandal, investigativ aufgedeckt von Herrn Schuller. Queer? Schwul ist gar kein Treffer. Queer. So. Ah, das ist Teil seiner Kritik, ja. Doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hogwarts weder divers noch queer ist. Ganz im Gegenteil. Es wäre zu erwarten, dass in einer Schule voller magisch begabter Teenager Romanzen, Affären und Liebesdramen eine große Rolle spielen. Doch Harry Potter ist komplett sexlos. Um Gottes Willen. Abgesehen von einigen unschuldigen Szenen gibt es in der Reihe ausschließlich monogame, heterosexuelle und tiefen emotionale Liebesbeziehungen. Die immer in der Ehe mit Kindern enden. Ja, dieser Reaktionismus wird erst genannt. Die reaktionäre Weltsicht von J.K. Rowling. Identitätskrisen, homosexuelle Erfahrungen, Ausprägungen von Transidentitäten und so weiter. Also alles, was von der heterosexuellen Norm abweicht, sucht Mensch, ja nicht irgendwer, nicht Mann, sondern Mensch, ganz vergebens. Ganz stimmt dies nicht. Oh, da muss er sich sogar korrigieren. Ja, das kann, glaube ich, nachträglich rein. Ganz stimmt dies nicht. Die psychotische Schwarzmagierin Bellatrix Lestang, ich kenne die nicht, unterhält wohl eine Art außereheliche Beziehung mit Voldemort. Uiuiuiui. Doch handelt es sich hier wohl nicht um ein Vorbild, dem nachzueifern der Text nahelegt. Also, ich brech das mal runter. Weil bei Harry Potter queer Anal Sex nicht praktiziert wird von Leuten, denen man nacheifern sollte. Ja, ist das zumindest ein Teilbeweis für die reaktionäre Weltsicht von J.K. Rowling. So. Und jetzt haben wir diese große Kontroverse an der Backe, dass man dieses Spiel nicht kaufen darf, nicht spielen darf, nicht streamen darf. Also nicht jetzt aufgrund der offiziellen TOS oder so. Ich glaube, man dürfte, wenn man wollte. Aber einige, ja, Wahnsinnige, möchte ich fast sagen. Ja, die wollen das nicht. Das spielt übrigens mit J.K. Rowling insofern zu tun, als dass sie die Lizenz dafür beigesteuert hat. Also den Leuten erlaubt hat, ja, macht mal ein Harry Potter Spiel. Die hat da nicht mitgewirkt bei dem Spiel, soweit ich weiß. Ich glaube, in gar keiner Form. Ja, natürlich verdient die trotzdem Geld daran, aufgrund der Lizenzen. Ja, gleichzeitig ist das Spiel jetzt schon das meist, oder war, es ist jetzt vorgestern so rausgekommen, das meist vorbestellte Spiel der Videogeschichte, Videospielgeschichte, soweit ich weiß. Gut, jedenfalls.
möchte ich mich mit der Causa kurz beschäftigen. Darf man jetzt ein Spiel spielen oder kaufen oder streamen von einer Frau, die den Queer Anal Sex nicht propagiert? Ja, und dafür habe ich euch eine kleine Präsentation vorbereitet. Darf man Hogwarts Legacy zocken? Eine Präsentation? Ich will die Frage direkt zu Anfang beantworten. Ja, man darf. Das war's auch schon. Ich danke euch vielmals. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Ich werde kurz den Live-Chat beobachten. Ja, falls ihr noch Rückfragen habt zu dieser Präsentation, dann gerne jetzt. Mir war es wichtig, dass ich hier kurz meine Punkte machen kann. Konzentriert und vorbereitet. Darum keine Zwischenfragen. Aber jetzt, bitte. Ja. Was ist dein Lieblings-Meltdown von Rainer? Kann ich dir sagen? Wobei, also, das ist so der bei mir am stärksten hängen geblieben ist. Am witzigsten ist Herr Winkler. Ja, der ist witzig, aber dieser eine, der bei der Einzige immer im Intro vorkommt, der macht mich so ein bisschen traurig. Ja? Man sieht einfach, ja, weiß ich nicht, dieser Mensch, der leidet. Ja, der leidet wirklich. Und es nötigt mir auch so ein bisschen Respekt ab, dann trotzdem weiterzumachen. Übrigens im Intro von Der Einzige leider nicht mit Ton. Ja, aber ihr findet das. Wenn ihr nach, ich glaube, Drachenlord Ausraster sucht, dann ist das einer der ersten Treffer, wenn nicht sogar der erste Treffer. Ja. Jonibal, ich fand die Präsentation gut. Ich danke dir vielmals. Du hast aber keine Quellen genannt und dich... Jetzt bist du weg. Und dich... nicht vorgestellt. Ja, vorgestellt, ich dachte, also wir sind ja hier sowieso unter Freunden, ne? Ihr wisst da schon Bescheid. Und mit den Quellen, das sollte ja eher so eine philosophische Ausarbeitung sein in Bezug auf meine eigene Sicht auf die Dinge. Ja, also die Quelle bin ich. Ihr könnt da natürlich gerne zu anderen Ergebnissen kommen. Das ist völlig okay. Und könnt auch Quellen verwenden und so. Aber das war jetzt wirklich meine persönliche Meinung, philosophisch aufbereitet. Ja. So, haben wir noch eine Frage? Ist Spider-Man dann auch böse? Davon würde ich ausgehen. Wieso sind hier eigentlich alle auf diesen Harry Potter-Zug so krass aufgesprungen, aber nicht auf den von Spider-Man? Ja? Bei He-Man zum Beispiel könnte man jetzt sagen, ich glaube zumindest He-Man ist asexuell. Ja? Da ist dann auch der Herr Schuller glücklich. Aber bei Spider-Man ist das ja anders. Ne, der hat ja da seine Tussi. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Kritisch. Müsste man den Herrn Schuller mal fragen. Ja? Irgendjemand hat gerade schon, er hat es schon verpasst. Er hat die Präsentation verpasst. Yemi 1987, bist gerade erst reingekommen, oder was? Falls ja, ich würde meiner grenzenlosen Großzügigkeit die Präsentation nochmal kurz im Schnelldurchgang halten. Machen wir einfach mal, damit auch wirklich jeder jetzt hier up-to-date ist, ja? Darf man Hogwarts Legacy zocken? Eine Präsentation. Ja, man darf. Vielen Dank. Gut, ich glaube, Fragen gibt es jetzt nicht mehr. Falls doch, dann, weiß nicht, vielleicht in die Kommentarsektion. Ja, dann können wir uns da nochmal so unterhalten. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. So, dann haben wir jetzt das hier, glaube ich. Ne? Haben wir. Ich mache noch kurz der Hommel für 1000 Bits. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt. Denk an die Messer für eine gepflegte kleine Stecherei. www.vongroß.com und bewirb weiter fleißig meinen Twitch. Zocken von die Rechten. Ja, wenn ihr die Rechten beim Zocken zusehen wollt, dann schaut bei der_hommel vorbei mit einer 3 statt einem E am Anfang. Und wenn ihr ein gutes Messer braucht, dann schaut bei von Groß vorbei. Geschrieben vongroß.com. Ich danke dir vielmals.
SNHC Bootboy, 500 Bits, vielen, vielen Dank. Denk an die Messer, ich verrutsche. Test, Test, du als Fan des DeLorean, schau dir mal den Hyundai Envision 74 Konzept an. Meine Konzept heißt ja 99% der Fälle, alter Schwede. Kommt dieses Auto nie auf den Markt? Übelst nice. Übelst nice, mit dem krassen Retro-Charme. Ja, da nicht ganz so nice. Hier ziemlich nice, finde ich toll. Den finde ich sehr, sehr cool. Ja, und ich sehe schon hier, ne, das Bild ist vom 14.07.22. Und dadurch, dass das immer noch ein Konzept ist, nehme ich an, das wird nichts. Aber cooles Teil. Guckt euch den Scheiß hier an, Alter. Sehr, sehr nices Teil. Zephyrus nochmal für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Geld der Bewegung zugespielt. Ich danke dir vielmals. Admiral Belvedere. 6. Monat. Vielen, vielen Dank. Endlich mal wieder live dabei. Hab euch alle lieb. Wie dich ebenfalls. Vielen, vielen Dank, Admiral Belvedere. Und jetzt kommen wir zu ein wenig Transgedöns. Ihr seht schon, Like-Dislike-Verhältnis sieht jetzt nicht so rosig aus. Ja, zu finden auf Massengeschmack TV. Angriffe auf Trans... Das sehe ich jetzt gerade erst, das ist ja schon der reinste Hass. Ja, Trans wird klein geschrieben, dann folgt ein Leerzeichen und dann folgt Frauen. Ich habe übrigens vergessen, warum. Ich weiß so, dass es dann so korrekt ist. Ja, irgendwie, weil das würde... Also, wahrscheinlich ist das menschenverachtend, wenn man das nicht so schreibt, wie ich es gerade gesagt habe. Aber die genaue Begründung habe ich vergessen. Ja, aber das hier ist gefährlich, liebe Freunde. Nehmen zu, also Angriffe auf Transfrauen nehmen zu. Ich hätte auch tot sein können. So, und jetzt will ich mich nicht darüber lustig machen, dass da jemand hätte möglicherweise sein Leben verlieren können. Dass diese Angriffe zunehmen... Dafür habe ich keine Statistik vorliegen. Das könnte aber durchaus sein. Ja, ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Wer sind denn die Täter in der Regel? Ja? Und da dachte ich mir, ja, vielleicht werde ich da schlauer, wenn ich mal bei Massengeschmack TV reinschaue. Und da hat sich mir ein Bild des Schreckens geboten und das sah so aus. Moin Moin, ich habe ein ganz tolles, spannendes Thema für euch heute mitgebracht. Und zwar habe ich drei wunderbare Damen mir heute hier eingeladen. Und es geht hier unmerklich um Wunderbar und wunderschön, möchte ich an der Stelle anmerken. Transfrauen, über die wir mal sprechen wollen. Was? Ja, Transfrauen, über die wir sprechen wollen. Ich möchte nochmal an die SPD-Fraktion im Bundestag erinnern, ja, die da... vor fast exakt einem Jahr tweetete, Trans, so übrigens schreibt man es, glaube ich, noch besser. Ja, Trans, Stern, Leerzeichen, ganz wichtig, Freunde. Frauen sind Frauen, Punkt. Ich verstehe da auch immer nicht, wieso dann Leute sagen müssen, ich habe hier drei Transfrauen zu Gast. Ja, es gibt doch keinen Unterschied zwischen Frauen und Transfrauen, aber das ist wahrscheinlich einfach ja, der Hass, den auch diese Frau, die da gerade zu uns gesprochen hat, internalisiert hat. Was da so alles hintersteckt, was es für Probleme gibt und so weiter und so fort. Und ich möchte die Sendung eigentlich damit beginnen. Transfrau, pures Glück oder lebenslange Haft? Wollen wir mal schauen, wo wir landen am Ende dieser Sendung. Erstmal herzlich willkommen. Toll, dass ihr es trotz Streik in Hamburg, streiken ja die Office, geschafft habt, hier alle pünktlich zu erscheinen. Ja. Ich danke euch da herzlich für. Ja. Mit dem Taxi war alles möglich. Seht ihr? Und du hast es trotz Office Streik sogar hierher geschafft. Erstmal herzlich willkommen, Ariel Hansen, Samia Stöcker, Steffi Hochsprung. Erstmal danke, 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 dass ihr hier seid. Aber wir haben das Thema Gewalt, ist ja in letzter Zeit tatsächlich eskaliert. Ja. Gerade Transfrauen gegenüber. Richtig. Ist ja, ja, und quasi jeder Fall, der mir bekannt ist, wo es eine Täterbeschreibung gab, nicht nur quasi, ich glaube, jeder Fall, wo es eine Täterbeschreibung gab, war die Täterbeschreibung immer dieselbe. Ja, grob zumindest. Aber gut. Gott sei Dank, auch dank deiner, mehr in die Medien gerückt. Es wurde ja sonst mal totgeschwiegen und auch verschwiegen. Und Samia, du warst ja... Okay, das ist nicht die schnellste Rednerin. Ich mach mal 1,5, ja, das sollte auch noch klappen. Gleich von Anfang an sehr präsent. Dir ist ja wirklich Schlimmes widerfahren. Ja. Als Transfrau, 21,
hat man dich ganz bösartig, hinterlistig überfallen. Brutal. Ja. Brutaler Übergriff. Ja. Ich bitte dich, weil wir haben ja im Vorfeld drüber geredet und du warst ja auch bereit, da mal ein bisschen zu schildern. Bitte nicht zu sehr ins Detail, bei uns läuft die Zeit weg. Ja. Aber wie war das in dem Moment? Erstmal kannst du dich ja nicht wirklich erinnern. Genau, durch den Schlag habe ich ein Zeitfenster. Du bist hier durch Hamburg, durch eine Fußgängerzone? Oder nee, ich war auf der Reeperbahn, auf der sündigsten Meile Hamburgs, wo das bunte Leben tobt. Und war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich bin dort bei einem Schnellrestaurant erst transfeindlich beleidigt worden. Ich glaube, gemeinhin sagt man zur falschen Zeit am falschen Ort in einer anderen Situation. Ne? Nämlich in einer, in der es wirklich nur daran lag, weiß ich, da kommt ein Zug eingefahren und du bist auf den Gleisen eingeschlafen, dann warst du zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja? Aber es gab da ja offensichtlich eine transphobe Motivation für den oder die Täter. Aber ich lege gerade jedes Wort auf die Goldwaage, ist vielleicht ein bisschen albern. Ne? Da hieß es, scheiß Transe, verpiss dich, ja. Ne? Geh weg. So fing es an. Dann waren wir im KFC uns was zu essen bestellen. Da kam ich raus, dann ging es weiter. Das war eine Gruppe von 3 bis 5 Männern. Und dann bin ich irgendwann hin, nachdem ich mir das lange genug angeguckt. Und das ist der erste Fehler. Ja? Dass unabhängig davon, ob du eine Transfrau bist oder nicht, ja? Wenn du kein ausgebildeter Kampfsportler bist, der es mit 3 bis 5 Männern aufnehmen kann, und die gibt es ja, aber die sind halt sehr, sehr selten, und dich pöbeln 3 bis 5 Männer an, dann ist es an der Zeit, dein Ego runterzuschlucken und zu sagen, gut, ich ignoriere sie. Aber anders geht das nicht. Ja? Und ich weiß, das ist schwer. Ich habe sowas selber schon erleben müssen. Damals hieß das Fanmeile? Beim Public Viewing, da vor dem Brandenburger Tor, Straße 17. Juni. Ja? Da gab es ein Missverständnis zwischen so einer Gruppe, die vor uns war, und unserer Gruppe. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Da hätte ich ganz gerne so 5 bis 8 Personen die Fressen zu Brei geschlagen. Aber mir war halt klar, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, von daher werde ich mich jetzt hier ein bisschen entspannen müssen. So ist das manchmal. Und das ist dann auch im Nachhinein, also nicht, dass ich deswegen nicht schlafen könnte, ne, aber ich musste doch immer mal wieder an die Situation denken. Ja, und es ist nicht einfach, sich einzugestehen, ne, wie läuft denn das normalerweise? Normalerweise läuft das ja so, dass sich die Leute dann einreden, ja, ich war der Klügere. Ja, was soll das denn? Ja, so ein Quatsch. Auf sowas lasse ich mich gar nicht ein. Ja, das ist gelogen. Das ist eine Form der Selbsttäuschung. Ja, du warst ein Feigling. Du hattest nicht die Eier, es jetzt mit 5 bis 8 Männern aufzunehmen. Und das wiederum ist ja okay. Aber erzähl mir nicht, dass das daran lag, dass du vernünftig sein wolltest oder so ein Scheiß. Ja, das wolltest du nicht. Du hattest Angst. Und damit muss man sich dann irgendwann abfinden. Und das geht. Aber, normal, das ist der eigentliche Punkt, sich mit 3 bis 5 pöbelnden Männern anzulegen, ist eine blöde Idee. Ja? Dann mach eine Anzeige, wenn es dich glücklich macht, aufgrund von Beleidigung oder so. Aber geh da nicht hin und konfrontiere diese Leute. Ja? Denn auch als Nicht-Trans-Frau in so einem Fall hätte es wahrscheinlich auf die Fresse gegeben. Angehört habe und habe gefragt, habt ihr keinen Respekt? Wie redet ihr mit mir? Ich kenne euch überhaupt nicht. So, wer gibt euch das Recht, mit mir so umzugehen? Und das haben die natürlich als Anlass genommen, sich... Ja, meine ernst gemeinte Frage. Was hast du denn erwartet? Was hast du erwartet? Glaubst du, die kommen dann zur Vernunft und sagen, ja, ich werde jetzt nach Hause gehen und mein Leben überdenken. Ja, das war falsch von mir, es tut mir leid. Immer weiter hoch zu pushen als Provokation. Und der eine hat mich dann sehr heftig geschubst. Da bin ich erstmal, auf der Kamera kann man das sehen, aus dem Bild verschwunden. Dann bin ich zurückgekommen und wollte wohl zurück. Und kommt, also, versteht ihr? Die Lage eskalierte. Ja, sie, die wunderschöne Transfrau, wird dann schon geschubst. Und das reichte dann immer noch nicht. Ja? Wenn es nach mir ginge, dann hätte es für diesen Schubser 2 Jahre Einzelhaft gegeben. Ja, ich habe damit gar kein Problem, diese Leute zu bestrafen. Aber es ist eine blöde Idee, diese Leute dann erneut zu konfrontieren. Zurückschubsen, weil was muss ich mir gefallen lassen, dass ich körperlich angegriffen werde. Und dann war da noch jemand in der Ecke, der am Anfang völlig unscheinbar war. Und der, wie sich jetzt rausgestellt hat, ist der Kickboxer. Und der hat direkt mit der Rechten mit einem Schlag zugeschlagen. Und ich bin sofort kerzengerade zu Boden gegangen, auf den Schädel gefallen, Schädelknochen gebrochen. Ich halte ganz kurz fest, ja, Männer. 3 bis 5 Männer. Einer davon Kickboxer. Das ist jetzt die präziseste Beschreibung, die wir zu dieser Causa erhalten haben.
innere Blutung, meine Augen gingen nur noch hin und her. Ich war sofort bewusstlos, Krankenwagen kam. Und der größte Skandal dabei ist auch, dass die Polizei 10 Sekunden später vor Ort war, angefangen hat, Zeugen zu befragen, wie der Täter denn wohl aussah. Und in der Zeit ist die Tätergruppe ganz gemütlich vom Ort gegangen, hat sich entfernt und haben noch die Polizei darauf hingewiesen, dass der Täter da gerade läuft. Und der Täter, die Polizei ist nicht hinter dem Täter hinterher. Und deswegen hat es 5 bis 6 Monate gedauert, bis wir Ja, aber also normal, das ist kein Skandal. Ne, sowas passiert. Witzigerweise ist einer Freundin von mir, das erst diese Woche passiert. Ich habe mitbekommen, dass auf dem Alexanderplatz ein Obdachloser offensichtlich zusammengeschlagen wurde. Und also, wenn ich mich richtig entsinne, gehen 2 Typen zu diesem Obdachlosen, übrigens Deutsche, die haben wohl ziemlich gutes Hochdeutsch gesprochen, pöbeln den irgendwie an, so in Richtung, jetzt werden wir dir mal zeigen, was du verdient hast, irgendwie sowas in der Art, ja? Einer haut ihm eine rein, der geht zu Boden, dann richten sie ihn beide wieder auf, damit dann derselbe Typ ihm nochmal eine reinhauen kann. Ja, woraufhin dieser Typ erneut zu Boden geht und dann ohnmächtig da liegen bleibt. Die beiden rennen weg und dann kommen Leute an und helfen diesen Penner. Habe ich gerade Penner gesagt? Das ist sehr respektlos von mir. Ja, ein Mensch ohne Obdach, wie man heutzutage sagt. Und helfen also diesem Mann. Darunter ein Typ, ja, so die Schilderung meiner Bekannten, mit exakt derselben, nicht gerade unauffälligen Jacke, wie derjenige, der zugeschlagen hat. Dann rufen die Leute offensichtlich die Polizei. 20 Sekunden später kommt aber die Polizei schon an. Er ist der Berlin-Alexanderplatz, wo wir seit ungefähr 2016 plötzlich eine Wache haben. Die war 50 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland nicht nötig, dann war sie plötzlich nötig. Ja, da wird irgendjemand so 2015, Anfang 2016 gemerkt haben, oh, wir könnten hier eine Polizeiwache gebrauchen. Weswegen man das plötzlich merkt, weiß ich uns auch nicht, Freunde. Ja, ich will jetzt auch nicht mutmaßen. Jedenfalls gibt es eine Polizeiwache und 20, 30 Sekunden später ist die Polizei da und hält diesen Typen mit der Jacke fest, der dieselbe Jacke trägt wie der Täter. Ja, und dann sollen wohl ein paar Leute gesagt haben, so, nee, das ist er nicht. Und eine andere Frau war sich aber sicher, genau das war er. Das war er aber nicht. Also am Ende wurde da meine Bekannte nochmal befragt und die sagte, nee, das war er tatsächlich nicht. Ja, das war der, der jetzt vor 5 Minuten mittlerweile dann um die Ecke ist. Ja, da meinten die Polizisten, scheiße, alles klar, dann waren die Falschen. Na gut, wir suchen mal. Ja, was dann daraus geworden ist, weiß keiner. Also, ich will jetzt nicht unterstellen, dass Enz das gesagt hat, um hier der Polizei noch Transphobie zu unterstellen oder so. Aber nochmal, das ist, leider ist das normal, ja. Anhand von Bildern den Täter hatten und insgesamt dauert der ganze Prozess jetzt schon 1,5 Jahre. Ich wollte gerade sagen, mich einfach sehr, sehr genau. Gestern war wieder ein Verhandlungstag. Der dritte, ja. Ja, bei Ibrahim, jetzt habe ich seinen Nachnamen vergessen, ja, derjenige, der da im Zug auf Leute eingestochen hat, hat das nicht nur irgendwie 1,5 Jahre gedauert, sondern noch länger. Und wie ich heute erfahren habe, ist wohl die Mehrzahl der Verfahren gegen diesen Mann einfach eingestellt worden, zum Beispiel, weil man seiner nicht habhaft werden konnte. Ja, da gab es so einen Sachverhalt, das wurde dann vor Gericht verhandelt und dann kam der Richter zum Ergebnis, na gut, wir wissen ja nicht mehr, wo der ist, einstellen. Damit war die Sache durch. Es ist ja, ja, eigentlich eine Schande. Es ist für mich sehr, sehr belastend, bei jeder Verhandlung diesem Idioten wieder in die Augen zu schauen und zu sehen, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was er getan hat, absolut nicht einsichtig ist, sondern ganz im Gegenteil sich noch cool fühlt, groß fühlt und sagt, ja, und ich habe es getan. Und er ist ja jetzt noch wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, im Bild steht, da hat er jemand ein Messer in die Seite gehauen. Oh, also wir wissen jetzt, 3 bis 5 Männer, einer davon Kickboxer und offensichtlich der Kickboxer auch gleichzeitig noch Messerstecher. Ich spoiler mal, mehr erfahren wir nicht. Ja, ich hätte ganz gerne mal Enns Meinung zur Massenzuwanderung, was Enns davon hält. Ich glaube, Enns sagt, ist toll. Irgendwie muss er meine Rente zahlen. Und ich sage, solche Leute brauchen wir hier nicht und da muss man auch... Okay. Ich nehme alles zurück. Ganz klare Regeln aufstellen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es kann einfach nicht sein, dass wir Transpersonen auf der Straße... Gut, da ist Interpretationsspielraum übrig. Ne? Was genau heißt das jetzt? Solche Leute brauchen wir nicht. Na, das kann man ja auch so im Allgemeinen sagen. Ja, die brauchen wir hier nicht auf der Straße, die müssen in den Knast oder so. Ja, das könnte aber auch ein ganz vorsichtiges, das war kein Deutscher. So wie 99% der Täter keine Deutschen sind oder bestenfalls Migrationshintergrund haben, das könnte ein Hinweis darauf gewesen sein. Entweder verbal beleidigt werden, ohne Grund, einfach weil wir sind, wie wir sind, oder körperlich angegriffen werden. Das ist für mich ein No-Go, das hat auch niemand mit sich machen zu lassen. Und ja, Gottes Willen. Nein, nein, also das, körperliche Angriffe gehen sowieso nicht. Du hast es jetzt gerade Gehabt. 14 Tage her. Ja. So. Wir haben jetzt Fall 1 gehört. 3 bis 5 Männer,
einer davon Kickboxer und Messerstecher. Möglicherweise, aber also mein Leben darauf verwetten, dass sie uns das damit mitteilen wollte, würde ich nicht. Ja, möglicherweise ein Einwanderer. Möglicherweise. So, kommen wir zu Fall Nummer 2. Ja, sehr Ähnliches passiert. Gott sei Dank bist du nicht so schwer verletzt gewesen. Von zwei. Aber schon heftigst. Von zwei Rechtsradikalen. Und Enz konnte gar nicht warten, diesen Satz auszusprechen. Ja, Enz hat da schon zweimal angesetzt zum Sprechen und wurde unterbrochen von der Moderatorin. Aber dann durfte Enz endlich seinem Hass freien Lauf lassen. Gut. Ziehen wir uns mal die Beweisführung rein. Ja, das waren zwei Rechtsradikale, okay. Warum waren die denn rechtsradikal? Aber das erfahren wir alles gleich. Du nicht so schwer verletzt gewesen. Von zwei. Aber schon heftigst. Von zwei Rechtsradikalen. Massiv zusammengeschlagen, mit Tritte in den Unterleib, Arm ausgekugelt und so weiter und so fort. Und unsere liebe Polizei, muss ich sagen, steht daneben und ich und knapp. Und macht gar nichts. Greifen allerwertesten zu, weil sie Angst haben vor diesem Volk. Also, Alter, über diesen Fall hätte ich ganz gerne bei den Informationen. Ja, wenn ich die Frau wäre, die da jetzt sitzt. Das Problem ist, die Frau, die da jetzt sitzt, die ist diesen Enzen da ja äußerst wohl gesonnen. Was ich grundsätzlich auch bin, aber nicht, wenn ich so ein bisschen anfange, Bullshit zu riechen. Ja? Von da würde ich jetzt mal fragen, wie? Die haben dann in die andere Richtung geguckt. Was genau war da los, Enz? Ja, aber ich glaube, das kommt nicht. Okay. Ist das dein Gefühl, dass sie Angst haben oder weil sie es einfach ins Lächerliche ziehen? Ja, sie haben... Hä? Also Polizisten ziehen das ins Lächerliche, also das ist zumindest eine der Möglichkeiten, die sie da gerade angeboten hat. Ja, wenn da jemand offensichtlich ziemlich brutal zusammengeschlagen wird. Zu mir wird die haben nicht eingegriffen, weil sie sagten auch, sie, beziehungsweise er, finde ich unmöglich, ich bin nicht er. Bei mir steht Frau und somit nicht mehr er. Aber es waren zwei Jungen, die Courage gezeigt haben und haben die Täter gepackt. Und wie sich jetzt rausgestellt haben, waren das auch die Personen, die mich damals vergewaltigt haben. Oh. Ich habe ja, zwei vergewaltigt. Also, seid mich böse, Leute, diese Story ist wild. Ja, diese Story ist wild. Aber nochmal, ich will mich jetzt hier gar nicht auf diese Sexualstraftat einlassen. Ich möchte wissen, was da los war. Also, da kommen zwei Leute auf dich zu, hauen dich zusammen. Die Polizei steht daneben, macht offensichtlich gar nichts. Ja, warum, weiß nicht so. Also die Möglichkeiten, die dir geboten wurden, waren, interessiert sie nicht oder sie finden es lustig oder so ähnlich. Zwei andere Personen kommen dann aus dem Nichts, überwältigen diese Leute und dann kam das heraus, was du gerade gesagt hast. Okay. Durch und okay. Also das ist etwas, was ich keiner Frau wünsche, niemandem. Nein, das ist, und ich hoffe, dass die jetzt irgendwann ihre gerechte Strafe kriegen. Hast du es zur Anzeige gebracht? Ich habe es zur Anzeige gebracht und ich werde auch, weil speziell die Stadt Heide lässt es schlüren, ist gleichgültig. Ich habe mich jetzt an den Bürgermeister gewendet und möchte, dass die Stadt jetzt was für uns unternimmt. Habt ihr mal von der Stadt Heide gehört? Ich habe noch nie von der Stadt Heide gehört, glaube ich. Aber gut. Steffi, wie stehst du als Politikerin, wenn so wie was gegenüber? Du bist aktiv. Ja, also wie gesagt, ich muss wie ja... Wie siehst du solche Überfälle? Also ich fasse da kaum in Worte. Ja. So, jetzt glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dann wird es jetzt richtig transidentitär. Denn jetzt wird darauf gepocht, dass bei solchen Straftaten müsste man dann ganz besonders ermitteln und die Sache ganz besonders ernst nehmen. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt im Umkehrschluss, wenn jemand zusammengeschlagen wird, einfach nur so, dann ist das nicht im Ansatz so viel wert, wie jemand wird zusammengeschlagen, weil Enz sich als Frau verkleidet. Ja, ich will das mal so sagen. Ich habe das letztens auf dem Präventionstag erfahren. Ach so, ich höre gerade, dass die Ricarda Lang hier, die ist zu präsent im Bild. Wir packen sie mir hier nach hinten. Geht das? Guck mal, Freunde, so machen wir das. Wenn wir ihre Maskenvisage hier noch sehen, das sollte reichen. Wie gesagt, die Polizei Schleswig-Holstein hat eigentlich in allen größeren Orten Ansprechpartner für LSBTI. Das funktioniert eigentlich. Also in anderen Worten, ihr kriegt bereits Sonderrechte. Also für mich gibt es keinen speziellen Ansprechpartner, der
sich um meine Identität scheren würde bei der Polizei. Ja, für euch gibt es das aber sehr wohl. Und zwar in, was, mehreren Städten, in den meisten Städten? Hat eigentlich in allen größeren Orten Ansprechpartner für LSBTI. In allen größeren Orten? Das funktioniert eigentlich relativ gut. Die nehmen die Unfälle auch, oder die nehmen die Straftaten auch. Die nehmen die Kohle an. Die sind raffiniert, Freunde. Entsprechend auf. Und dann kommt das Problem. Die Staatsanwaltschaft und die Anwälte, die haben noch nicht die Regelung dafür. Das heißt, das geht in den Prozess. Okay, also in der ersten Phase der Strafverfolgung gibt es schon Sonderregeln für euch. In der zweiten dann aber nicht, und das ist dann jetzt das Problem. Das klingt für mich so ein bisschen wie eine Zweiklassengesellschaft, die aber noch nicht zweiklassig genug ist. Und in dem Moment ist das kein transphober oder kein homophober Angriff mehr, sondern ein stinknormaler Angriff. Mhm. Das heißt, das fliegt wieder aus der... Ja, aber was ist denn daran verkehrt? Also, was soll dieser Quatsch? Ja, das ist doch so eine Sache, die wir mit dem Rassismus an Ort machen. Ich hatte dazu einen Tweet irgendwann vor ein paar Wochen. Ich weiß ja nicht, um welchen Sachverhalt es da ging. Ach, Georg Reste. Georg Reste, glaube ich. Der hat sich, glaube ich, darüber echauffiert. Ich hab's vergessen. Hatte das mit Silvester zu? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, jedenfalls selber Sachverhalt. Derselbe Sachverhalt für einen Georg Reste, wenn in einem Fall Rassismus im Spiel ist, im anderen nicht. Oder zumindest nicht hineininterpretierbar, oder man will das halt gar nicht, dann sind das zwei unterschiedliche Schweregrade. Also, du mit 14 Jahren auf dem Weg nach Hause, heterosexuell, wirst überfallen von zwei türkischen Jugendlichen und ziemlich übel zugerichtet. Dann ist das schon irgendwie doof. Aber du homosexuell, auf dem Weg nach Hause, 14 Jahre alt, und wirst in Verbindung mit deiner Homosexualität, also vielleicht sagt jemand, während er dir eine verpasst, noch, du blöde Schwuchtel oder so. Ja? Dann haben wir hier ein Riesenproblem. Statistik raus in dem Moment, wo es zu Gericht geht. Und das ist nicht in Ordnung. Das kann nicht sein. Dass das also quasi, die Polizei nimmt es auf. Welche Statistik mit irgendeiner Sondereinordnung gibt es für mich, einen ganz normalen Menschen? Okay, warum sollte es für dich eine Sonderstatistik geben? Und dann hinterher verschwindet es aus der Statistik, weil wenn es zur Anzeige gebracht wird, wenn das Ganze... Es sind ja zwei Frauen. Es sind einfach zwei Frauen angegriffen worden. Ja. Und das ist eigentlich... Das ist das, was ihr immer wolltet, oder nicht? Ja? Transfrauen sind Frauen. Hier, die SPD hat es gesagt. Und man behandelt euch wie Frauen, die überfallen wurden. Aber das dann auch wieder nicht gut. Warum ist das nicht gut? Weil ihr einen Sonderstatus haben wollt. Einen ganz anderen Hintergrund hat, warum diese Frauen angegriffen werden, kommt ja gar nicht wirklich zur Sprache. Nee. Außer die beiden würden es vor Gericht... Liebe Frau Moderatorin, das kommt in der Regel nicht zur Sprache. Es sei denn, wir haben es mit irgendwelchen ganz besonders geschützten Gruppen zu tun. Ja, bei Maria Ladenburger, da wurde auch keine Sonderstatistik aufgemacht. Also ganz im Gegenteil, eine Statistik, in die Maria Ladenburger fallen würde, die will man hier ganz bewusst nicht haben. Ja, weil da spielt dann nämlich der Täter eine ganz besondere Rolle bei dieser Statistik, aber die will man nicht haben. Aber für diese Leute brauchen wir eine gesonderte Statistik. Nicht zum Thema machen, und dann werden sie wahrscheinlich, wie es dir ja auch passiert, diese Opfer-Täter-Umkehr, ja, hast du genau. Mir erklärt. Dann noch das hätte ich mir so auch nicht vorstellen können vor Gericht. Das ist ein einziges Schauspiel, was da stattfindet. Das heißt, die Zeugen können sich an die Tat, die anderthalb Jahre her ist, nicht mehr genau erinnern. Das wird natürlich benutzt und gedreht, weil dann auch unterschiedliche Aussagen fallen. Ja, ist ebenfalls dasselbe in jedem scheiß Kriminalfall. Also grundsätzlich erstmal din du nuffin. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Zweite Möglichkeit, ich habe vergessen, was da los war. Ich habe getrunken. Das haben wir regelmäßig in der Honigwabe als Straftat der Woche. Irgendein Scheiß, wo sich ein Täter an gar nichts mehr erinnern könne, ja, weil er zuvor nämlich mal an einem Joint geschnüffelt hat. Ja, ein Kumpel kam mit dem Joint vorbei, da hat er ein bisschen passiv Rauch eingeatmet, darum, also wirklich, die letzten zwei Wochen sind also weg. Ja, Blackout. Das ist der Normalfall. Ihr werdet offensichtlich behandelt wie normale Menschen. Was man sieht, heißt, dass die Leute tatsächlich vergessen hätten, was dort vorgefallen ist. Haben sie nicht, die wissen ganz genau, was da vorgefallen ist. Aber sie erzählen, sie hätten es vergessen. Das tun sie immer. Ob da jetzt Transfrauen Opfer wurden oder ganz normale Menschen. Und mein Anwalt hat mir ganz klar gesagt, vor Gericht geht es nur darum, dass sie einen Faustschlag ins Gesicht gekriegt haben. Da geht es nicht darum, dass sie eine Transe waren, dass sie sozusagen dieses Community-Thema, was sie daraus machen, das interessiert das Gericht nicht, sondern... Und deshalb ist man jetzt empört.
Ich glaube, was war das hier, Stefanie? Ich weiß nicht ganz genau. Ja? Liebe Stefanie, es wäre bei mir dasselbe. Die Community oder sonst was für Identitäten spielen keine Rolle. Was hat das für eine Rolle gespielt? Dass die Deutsche, die da in, ich glaube, es war Berlin-Kreuzberg heute vor 5 Jahren oder so, von einem Bulgaren von der Treppe getreten wurde. Einfach so. Finde ich das Video noch? Ich kann euch das natürlich nicht in Gänze abspielen. U-Bahn-Schubser, Berlin. Haben wir das so? Da haben wir's. Haben wir ein Bild. Ist ja besser als ein Video. Ja, die kannten sich nicht. Die haben zuvor kein Gespräch miteinander geführt. Dieser gute Mann hier, ein Bulgare, der kam einfach so an. Einfach so. Und hat diese Frau da, was sind das, 5, 6 Stufen oder was? Also, die nach unten noch übrig sind. Einfach so runtergetreten. Wenn ich jetzt das Video hier abspielen würde, dann wäre mein Livestream in Gefahr. Und bei dem Upload auf YouTube könnte ich mir wieder sonst was anhören. Ja? Wen hat denn die Identität dieser Frau hier interessiert? Absolut niemanden. Ist scheißegal. Ist das irgendeine bekackte Deutsche, die da von einem Zuwanderer umgetreten wurde? Einfach so. Weil er ein Bier zu viel hat oder so. Aber für Enz brauchen wir Sonderregelungen. Nur den Schlag. Ja. Wie das aber alles angefangen hat, dass ich von Anfang an das Opfer war, dass ich in eine Situation gebracht worden bin, wo ich gar nicht mehr rauskam. Das ist das eigentliche. Was spielt denn das heute für eine Rolle? Das ist medial schon wieder vergessen, dass der gute Herr aus Ludwigshafen, der dort zwei Personen abgeschlachtet hat auf offener Straße, einen davon dem Arm abgehackt und seine Ex auf den Balkon geworfen, dass er mittlerweile zu Protokoll gegeben hat, explizit deutsche Opfer gesucht zu haben. Das war heute vor 14 Tagen, würde ich schätzen, bei der Bild. Kurzer Aufmacher. Übrigens, das Wort Rassismus war in diesem Artikel nicht zu finden. Bei der Zeit, glaube ich, gelesen zu haben, dass der Sachverhalt sich so darstellt. Das Wort Rassismus wurde dort nicht erwähnt. Und damit war es das. Eigentliche Thema. Und das ist der eigentliche Skandal, unabhängig davon, wie die Polizei dann da vor Ort gearbeitet hat. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir uns darauf verlassen können, dass, wenn der Täter noch vor Ort ist, der Täter auch geschnappt wird. Ne? Das kann ja nicht sein. Aber das ist etwas, wo ich sage, da fühle ich mich als Transperson nicht für voll genommen. Da finde ich auch, wird das Thema nicht genau gesehen. Und es ist so, spätestens, also dieser Transmann in Münster, der ums Leben gekommen ist, ja, das ist ja auch, der das hat ist sich ja für andere eingesetzt, für zwei lesbische Frauen und hat damit mit seinem Leben bezahlt. Der ist auch bewusst losgeschlagen worden ins Koma. Habt ihr von dem eigentlich die letzte Neuigkeit mitbekommen? Ich habe vergessen, wie er hieß. Ich krieg's nicht mehr hin. Ist aber nicht so schlimm. Nee, ich meine den Täter. Ja, bei dem, da gab's ja schon einen Artikel, so 2 Wochen nachdem das war, dass er jetzt wohl der Täter zu Protokoll gegeben hätte, er wäre selber homosexuell. Ja, und jetzt gab's letzte Woche nicht letzte Woche, diese Woche, sorry. Die nächsten Artikel jetzt, gut. Unglaubwürdig AF, aber ihr findet auch seriöse Artikel dazu. Jetzt hier gerade Qui.de, das erste, was ich gefunden habe. Ja, der gute Mann, bitte nochmal die, oh ja, die sprechen das zumindest an. Ja. In seiner islamisch geprägten Heimat gilt Homosexualität als gesellschaftliches Tabu. Jedenfalls soll der gute Mann selber schwul gewesen sein. Also, ich habe da so meine Zweifel. Ja, das könnte auch eine gute Strategie sein, um ein milderes Urteil zu erhalten. Gefallen und ist im Krankenhaus nicht wieder aufgewacht. Und das Gleiche hätte mir auch passieren können. Mhm. So, ich hätte auch jetzt im Rollstuhl sitzen können. Ich bin wirklich frontal auf den Schädel geknallt. Und die Zeuginnen haben gesagt, also, dass das ging so schnell und dass man durch einen Schlag so massiv verletzt wird und dass sie wirklich so umfällt, das hat so einen riesen Knall gegeben im Nachtleben, dass sie schockiert waren darüber, was sie da gesehen haben. Wird man dann nicht auch schnell mal verurteilt, dass man sich wehrt verbal und sagt, jetzt lass es doch sein, ich möchte das nicht, lass mich in Ruhe. Genau. Und schon bist du eigentlich an die provoziert. Richtig, eigentlich bin ich dann die Täterin, die noch dafür verantwortlich ist, dass sie dafür eins aufs Maul gekriegt hat, weil sie für sich selber gesorgt hat. Also, ist das nicht eher der Skandal? Ja. Ich meine, so leid es mir tut, das hat eine Relevanz. Ja? Ich bin trotzdem für, in dem Fall, wenn er denn tatsächlich so stattgefunden hat, wie geschildert, dass das dann erst mal 5 Jahre Einzelhaft sind, gefolgt von einer Abschiebung. Aber natürlich spielt das eine Rolle.
auch. Also das ist also so, dass aber die Gesellschaft, die gerne den Schwanz einzieht, ne, und sagt, ich traue mich nicht. Aber es muss ja noch mutige Leute geben, die sich selber verteidigen können. Und es ist so, dass ich das Recht habe, dass wenn mich jemand beleidigt, dahin zu gehen und zu fragen, was das soll. Ich bitte drum. Und es wird mir aber geraten, bitte den Mund zu halten, weiterzugehen, nicht in die Konfrontation zu gehen, weil das für so... Ja, nochmal, das wird jedem geraten. Meine... Ich weiß nicht, wie viele das von euch erlebt haben. Ja, bei uns war das früher so, dass in Schulen dann ab und zu mal Polizisten kamen. Also nicht, dass ich das jetzt fünfmal erlebt hätte. Ich glaube, mir ist das einmal der Fall gewesen. Aber das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, wenn man in Berlin aufwächst und zur Schule geht, dass dann irgendwann ein Polizist kommt und da eine Unterrichtseinheit mit einem gestaltet. Und der erzählt dann so Sachen wie, ja, führt kein Messer mit, denn, kann ich mich zum Beispiel noch konkret daran erinnern, ja, wieso sollen wir denn kein Messer mitführen? Bei Messern ist es wohl... Ich habe die genaue Zahl vergessen, die er damals genannt hat, aber die war hoch. Ja, 70% oder so. In 70% der Fälle ist das wohl so, dass wenn man mit einer Waffe zur Selbstverteidigung rausgehen würde und man gerät in eine Auseinandersetzung, dass man dann Opfer der eigenen Waffe wird. Ja, du hast ein Messer dabei, dann macht dich jemand blöd an, du ziehst das Messer, traust dich aber nicht zuzustechen, aus verständlichen Gründen, weil du halt ein normaler Mensch bist. Ja, kassierst eine, gehst zu Boden, das Messer fällt weg. Der eigentliche Täter greift zu diesem Messer und am Ende hast du einen Stich sitzen. Ja, ich glaube, dass er damals mit der Zahl übertrieben hat, der wollte uns Angst machen. Aber das soll wohl öfter mal passieren, dass man Opfer der eigenen Waffe wird. Ja, und grundsätzlich wird dir jeder Polizist in dieser Situation raten, schluck dein Ego runter und geh nach Hause. Unabhängig davon, was du für eine Identität hast. Solche Leute wie mich, explizit für mich, die ja sowieso schon auffällig und anders und als nicht normal betitelt werden, gefährlich werden könnte. So, das ist dann die Meinung der Allgemeinheit, ne? Und das bringt uns kein Stück weiter. Das wird eher noch dazu führen, dass die Übergriffe steigen und dass die Hemmschwelle noch weiter sinkt, sich mit uns anzulegen. Für ihr das, dürft was euch hier ja nicht wehren, nicht mal verbal. Naja, das kommt dabei raus. Das ist ja die große Problematik dabei. Also, dass ich sage, es ist... Also, wenn es nach mir geht, natürlich geknüpft an Bedingungen und Voraussetzungen. Jetzt mal angenommen, diese drei wunderschönen Damen erfüllen die Voraussetzungen. Ja, was da hieße, psychisch gesund, nicht vorbestraft und weiß ich was. Ja, ich freestyle gerade. Dann gebt ihr meinetwegen eine Schusswaffe. Und bei der nächsten Gelegenheit, wenn es zu so einer Konfrontation kommt, dann meinetwegen, ja, ein Warnschuss ins Knie oder so. Hätte ich nichts gegen einzuwenden. Aber ich glaube nicht, dass die für liberale Waffengesetze einstehen. Ich glaube, sie wollen halt einfach ihren Sonderstatus haben. Ich meine, letztendlich gibt ihnen ja der Umstand, dass sie dort in dieser Talkshow sitzen, gewissermaßen recht. Ne? Wenn sie nicht wären, wer sie sind, dann würden sie da jetzt nicht sitzen. Ja, wie oft hat die gute Frau hier, wie heißt die Sendung überhaupt, im Gespräch, wie oft hatte die gute Frau Frauen zu Gast, die zum Beispiel auf der Domplatte zu Silvester sexuell belästigt wurden? Oder an anderer Stelle sexuell belästigt wurden. Ich nehme an, nie. Wirklich, es ist dringend, dringend erforderlich, dass das jetzt endet. Genau, dankeschön. T-Cloud. Ja, damals war der Tipp der, was war es, Bürgermeisterin von Köln, den Namen vergessen. Der Tipp war, eine Armlänge Abstand halten. Also wenn wir nach Silvester in Köln an die 1000 Anzeigen haben, mehrheitlich wegen sexueller Delikte, dankeschön, Henriette Reker, dann ist der Tipp, den die Bürgermeisterin gibt, haltet meine Armlänge Abstand. Finde ich auch, dass der Straftatbestand auch endlich in das Recht... So, jetzt will die gute Frau hier will einen extra Straftatbestand haben. Jetzt müsste man eigentlich fragen, wenn da jetzt jemand sitzen würde als Moderator, der ein bisschen kritischer wäre, müsste man direkt mal fragen, okay, sollte doch das Strafmaß höher sein? Und ich würde behaupten, Enz sagt ja natürlich... Ich bin ein ganz besonderer Mensch. Ja? Deswegen, du haust einem ganz normalen Menschen ein paar in die Fresse, ist ein Jahr Knast. Haust du mir in die Fresse, dann sind das erstmal 8 Jahre Knast. Ja, und das ist dann die bessere Gesellschaft, ja? Recht findet, dass das dort entsprechend in der Statistik landet und dass die wissen, wie sie damit umgehen. So, das ist einfach notwendig und das muss jetzt dringend passieren. Ich hoffe aber drauf, weil wir haben einen Bundesjustizminister, der sich da tatsächlich um diese Sache kümmert. Ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt langsam, also dass das im Laufe dieses Jahres tatsächlich mal über die Bühne geht. Das heißt, dass dann tatsächlich solche Verfahren auch korrekt in der Statistik landen und dass dann auch Richter entsprechend geschult sind. Inklusive Täter? Sollen die auch in der Statistik landen? Frau Enz. Und zwar so genau wie möglich. Machen wir mal Geschlecht,
Alter, Nationalität, Schrägstrich, Migrationshintergrund. Wollen wir die Statistik so führen oder lieber nicht? Und das eben als Transvogel Tat sehen und damit auch ein ganz anderes Strafmaß verbinden. Als Alter, sie sagt, ich konnte mich daran nicht erinnern, sie sagt es wortwörtlich. Und wenn sie von einem ganz anderen Strafmaß spricht, dann sollte ich mal sicher, die fordert hier nicht ein geringeres Strafmaß. Nein, nein. Du haust Melanie, die als Melanie geboren wurde, ein paar in die Fresse, ist dann Strafmaß X. Haust du ihr in die Fresse, sorry, Enz in die Fresse, dann ist das Strafmaß X plus Y. Das ist nur eine einfache Person, die geschlagen wird. Ich meine, wir haben das jetzt, ich habe den Prozess jetzt an allen 3 Tagen verfolgt und ich habe halt gesehen, also man hat eindeutig mitgekriegt, die Person, die da sitzt, verurteilt wird, das ist jemand, der, das ist ein Schläger und der will ausprobieren, wie gut er schlagen kann. Das ist das, was der will. Und sie will. War das mit ja. Ist das im Prinzip ist es dem egal, ob er jetzt eine Frau zusammenschlägt, ob er eine Transfrau zusammenschlägt oder ob er irgendwie einen Türken zusammenschlägt. Das ist ihm scheißegal eigentlich. Alter. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Also Greim wollten wir noch ein ganz besonderes Strafmaß haben. Jetzt erkennen wir an, dass diesem Typen egal ist, wen er zusammenschlägt. Und die Beispiele, die Enz nennt, sind, ob der eine Frau schlägt, eine Transfrau oder einen Türken. Das ist dem egal. Also nein, diese Enz möchte nicht, dass die Statistik, die man diesbezüglich einführt, möglichst präzise ist. Ja, Enz möchte nicht, dass dort die Nationalität oder der Migrationshintergrund aufgeführt wird. Ja, Enz möchte das Ganze nutzen, nicht um die Welt besser zu machen, also diese Statistik nutzen, nicht um die Welt besser zu machen, sondern um den eigenen Opferstatus zu erhöhen. Ja, guckt mal, wie oft Enzens zusammengeschlagen werden im Jahr. Über die Täter oder so wollen wir gar nicht reden. Ja, und falls doch, dann fand der Simons dann Türken herbei, der nicht Täter ist, sorry, sondern ein weiteres mögliches Opfer dieses Täters sein könnte. Endlich. Aber natürlich sucht er sich seine Opfer, sobald er die finden kann. Und dann schlägt er zu, einfach weil er es ausprobieren will. Und da muss ein Riegel vorgeschoben werden, weil das kann nicht sein, dass jemand, der sich wirklich kampft, der ist. Ihr merkt, dass das von unten keinen Sinn mehr gibt. Ja? Es ist keine Minute her, da hat man eine Sonderbehandlung gefordert. Also der ist erfahrener Kämpfer, Kickboxer oder so. Das ist, man hat eine gewisse Verantwortung, wenn man sowas macht. Das darf nicht sein, dass sowas passiert. Ich meine, ich habe selber auch gewisse Erfahrungen in der Richtung und ich bin heute ein bisschen vorsichtiger. Ich habe das also auch in der Vergangenheit, das ist schon länger her, da habe ich mal, da war das eine homophobe Attacke. Da war es halt jemand, der, ich sag mal, in einem Lokal war und ich habe in dem Laden gearbeitet und dabei bedient und der hatte das Gefühl, als ob ich ihn irgendwie anmachen würde und das wollte er sich verbieten und deswegen haben wir dann etwas länger diskutiert und am Ende des Tages habe ich ihm nur gesagt, es tut mir leid, ist nichts los, ich will gar nichts von dir. Und ich dachte dann auch, es wäre alles erledigt, er dreht sich weg und in dem Moment, bang, habe ich die Faust im Gesicht. Aber das war halt, dann, also ich hatte dann den Faustschlag, ich bin jetzt dabei nicht direkt K.O. gegangen, weil das eben kein ausgebildeter Karate- oder sonst wie Kämpfer war. Sondern es war einfach nur ein kleiner Zwerg, der kleine Giftzwerg, der ein bisschen, ich sag mal, geistig nicht so ganz auf der vollen Höhe war. Und der ja, vermutlich war er auch betrunken ohne Ende. Das ist am Ende des Tages so, da habe ich dann auch gesagt, gut, kannst du jetzt auch nichts mehr machen. Also ich hab das Versteh mich nicht falsch. Also selbes Strafmaß, ob der betrunken war oder nicht. Ja, aber wenn man jetzt nachfragen würde, vermute ich fast, die Antwort lautet, ja, war ein Deutscher. Ja, ein stadtbekannter Trinker, aber halt ein Deutscher. Den man dann auch nicht mehr weiterverfolgen gesagt hat, ach, ich wollte das am Ende des Tages nicht zur Anzeige bringen. Also für mich persönlich war es das Schlimmste. Enz wollte das am Ende des Tages nicht zur Anzeige bringen, ja? Okay. Was mir in meinem Leben passiert ist. Das hat dich ja auch komplett aus der Bahn geschmissen. Das hat mich komplett verändert. Ich gehe nicht mehr raus. Ich treffe mich nicht mehr mit Freunden. Ich nehme am Nachtleben nicht mehr teil. Das heißt, die Person, die ich war vor dem Vorfall, bin ich jetzt nicht. Massengeschmack TV. Ja. Gut. So. Ich habe wieder was Neues für euch. Eine Studie. Studie? Wer diesen blöden Witz nicht kennt, hatte vor Ewigkeiten mal eine Debatte mit jemandem namens Sally. So hieß er zumindest damals noch. Okay, finde ich auf die Schnelle nicht. Hä? Das ist dieser gute Herr hier. Dessen YouTube-Account ist mittlerweile tot. Und da sprechen wir die ganze Zeit über eine Statistik. Ich nenne dann diese Statistik versehentlich
in diese Debatte einmal Studie und seine Antwort daraufhin übrigens verbunden mit einem guten Argument, ja, und seine Antwort daraufhin ist Studie, als wüsste er nicht mehr, wovon wir gerade sprechen. Ja, gut, da kommt jedenfalls der Witz her, wisst ihr Bescheid. Also, eine neue Studie. Von der UCLA School of Law Williams Institute. Also die UCLA kennt man wahrscheinlich, ja, ist kein Karnevalsverein, ja. Ich lese das jetzt mal nicht vor, den Namen seht ihr hier. Ja, ist aus dem September 2019, das ist jetzt nicht gerade alt. An der Stelle übrigens vielen Dank an Lot, heißt er, ein Zuschauer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Hat jetzt übrigens nichts mit den drei wunderhübschen Damen davon gerade zu tun, sondern eher mit dem Thema Trans im Großen und Ganzen. Ja, oder nicht Trans, sondern sexuelle Identität. Und was wir da immer so für Argumente bekommen hören. Ja, die Leute, die zum Beispiel haben ja nur Gedanken in Bezug auf eine mögliche Selbstverletzung, weil sie so ganz schlimm gemobbt werden und so. Ja, jetzt gehen wir mal zur Seite 29. Das ist diese hier. Auf Seite 29 sehen wir dann diese Grafik. Und jetzt steht hier Folgendes. Also das hier sind, hier geht es um Selbstverletzung. Ja, und zwar ernsthafte Selbstverletzung. Ja. Wie viele Versuche dieser Art wurden unternommen? Hier geht es um psychische Probleme aller Art. Und hier geht es dann um Gedanken. Also das hier ist, ich denke darüber nach, mir selber etwas anzutun. Das hier ist, mir geht's nicht gut. Und das hier ist, ich versuche, mir selber etwas anzutun. Ja, und dann haben wir hier aufgetragen, wie häufig das passiert. Also, Versuche, sich selbst zu verletzen, die reichen hier von 5,1% bis 51,2%. Und unten auf der... Ist es die Abszisse oder ist es die Ordinate? Ich glaube, das hier ist die Abszisse, ne? Naja, auf der X-Achse, machen wir es einfach, ja? Ist dann aufgetragen, ob man im letzten Jahr eine Form von Diskriminierung erfahren habe. Und jetzt ist hier etwas Interessantes, was von diesem Zuschauer in der Kommentarsektion angemerkt wurde. Der Wert hier ist 0. Das geht ja los bei 0. Also selbst Leute, die sagen, ich bin im letzten Jahr nicht diskriminiert worden, die denken zu 5% darüber nach, sich ernsthaft etwas anzutun. Haben zu 35,7% ernsthafte psychische Probleme und denken zu 44,6% darüber nach. Sorry, das erste war gerade Blödsinn. Die denken nicht darüber nach, sich was anzutun, sondern sie versuchen, sich selbst etwas anzutun. Ja? Und das oberste, fast die Hälfte, 44,6%, haben zumindest Gedanken diesbezüglich. Ja, das fand ich ganz interessant, gerade in Bezug auf die Diskriminierung. Diese Zahlen sind um mehrere Faktoren größer als, das war eine Aussage, die mathematisch keinen Sinn ergibt, um einiges höher als die Normalbevölkerung. Auch diese 5%, die 35% und die 44%. Ja, trotz null Diskriminierung. Fand ich interessant. Gut, jetzt kommen wir noch kurz zu HG Maaßen. Ich sehe, ich bin heute wahrscheinlich schneller durch, als ich gedacht hatte. Aber das ist gar nicht schlimm. Taki 67, 15. Monat. Ich danke dir vielmals. Gleich geht's weiter. Ich mache kurz den Browser hier weg. Hallo, lieber Kasper. Schön, dass du diese Woche streamst. Sag mal, das Jessen, wo deine Oma gewohnt hat, war das im Osten, bei Pirna oder im Westen? Ganz liebe Grüße. Das ist eine exzellente Frage. Ich bin mir ziemlich sicher, das war im Westen. Stadt in Sachsen-Anhalt. Boah, da müsste ich nachfragen. Wittenberg ist genau das im Osten. Und Elster ist auch im Osten. Da werde ich nachfragen. Du müsstest mich beim nächsten Mal daran erinnern. Ich frage mal bei Oma nach. Na, wie war das denn? Der Bruder von ihr, der ist auf jeden Fall nach Berlin. Hat da Jura studiert und ist anschließend Prof gewesen an der Humboldt-Uni zu Berlin. Die war im Osten.
Ja, die Humboldt-Uni ist eine Ost-Uni gewesen, also DDR-Uni. Ah, ich glaube, ich weiß es. Ich meine, dass er sein Abitur in Wittenberg gemacht hat. Entsprechend muss das das Jessen in im Osten gewesen sein. Und zwar an der Elster. Weil der ist nicht zur zum Gymnasium 150 Kilometer durch die Republik gefahren. Ja, es muss Jessen, Klammer auf Elster, Klammer zu gewesen sein. Ich frage trotzdem nochmal nach. Und reiche das nach, falls die Antwort lautet Blödsinn. Swiss Carrot, 500 Bits. Vielen, vielen Dank. So ein Typ namens Hunter hat versucht, die Frage zu beantworten, was seine Frau ist. Es ist einfach Comedy Gold. Den müsstest du jetzt bitte nochmal schicken. Der Link ist zum Abtippen zu lang. Wenn du bei uns bist, Swiss Carrot, bitte jetzt nochmal in die Kommentarsektion. Crates, 10. Monat, vielen, vielen Dank. Moin Kaspar, ich habe angefangen, die absolute Mad Lads Playlist von Count Dankula zu schauen. Einfach nur unglaublich, was es so für Individuen gibt und gab. Meine Frau kommt leider nicht auf seinen schottischen Dialekt klar. Mädel in die Runde. Ja, ich habe mir vor Ewigkeiten einige Folgen reingezogen. Da waren gute Dinger bei. Diesen chinesischen MMA-Kämpfer zum Beispiel. Den kannte ich schon vorher, aber den fand ich, die Geschichte um den fand ich großartig. An den Rest kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Irgendwie keine Ahnung. Den Akzent finde ich übrigens großartig. Oder Dialekt ist es. Aber irgendwie folge ich ihm trotzdem nicht. Ja, und zieh mir das nicht rein. Keine Ahnung. Vielleicht kommt doch nochmal der Moment. Swiss Carrot, bist du bei uns? So möge er bitte den Link posten. Schmenderle, 22. Monat, vielen, vielen Dank. Kaspar Akbar, könnt ihr ein Postfach für Fanpost einrichten? Hab noch was selbstgebrautes Schwarzbrot Honig Ale zu verschleudern. Ja, schwierig. Sache ist die, dass für so eine Geschichten, gerade wenn es um nicht nur Briefe geht, sondern auch noch Pakete oder Päckchen, ja, da wirst du richtig zur Kasse gebeten. Also wir reden hier von 70 Euro im Monat oder so. Ja, dafür, dass uns dreimal im Jahr jemand was schickt. Der Link wurde weggemoddet, höre ich gerade, aber Star 8800, unser aller Lieblingsmoderator, ist zur Stelle und hat mir den Link geschickt. Also Schmender, um es kurz zu machen, leider nein. Leider nein. So, jetzt, ich habe an der Stimme schon erkannt, das ist Matt Walsh, der hier gleich spricht. Ziehen wir uns mal rein, was der Gesprächspartner von Matt Walsh dazu zu sagen hat. What is a woman? Yeah, a woman is somebody whose internal perception aligns with what we culturally view as being feminine. That's why wearing clothing, talking a certain way, fitting into a certain role does not determine whether or not you are a woman. That's also why experience does not determine whether or not you are. In anderen Worten, dadurch, dass du das ja nicht mal prüfen kannst, wie meine inner feelings aligned sind, sobald ich es sage, bin ich eine Frau. Ja, super clever. Übrigens, der Typ, das ist, Gott, wie heißt er? Ich hab's vergessen. Ist das der, der irgendwann mal rechts angefangen hat? Ah ja, Hunter Avalon ist das. Ich glaube, das ist der, der mal mit rechts leicht konservativer Einschlag angefangen hat und dann irgendwann zu einem Vollschwachmaten mutiert ist. You are a woman. It comes down to an internal perception you have of yourself. Keep in mind, that internal perception kannst du nicht überprüfen. Ja, keep in mind, that internal perception kann von niemandem überprüft werden. Ja, also wenn du es sagst, dann bist du eine Frau. Is shaped by an external factor, which is the socially constructed view of gender that we have. Der liest doch safe ab, oder? The minute you're born, you're socialized into certain behaviors, certain roles, and yes, certain aesthetics as well. That shapes an internal perception you have of yourself as well. So there's nothing about your biology that makes it or dictates that you are going to wear a dress or even wear your hair long or... Nee, also da stimme ich mir sogar zu. In deinem genetischen Code steht nicht geschrieben, du wirst später mal ein Kleid tragen oder lange Haare haben. Das behauptet aber auch also wirklich niemand auf diesem Planeten. Aber da steht geschrieben, ob du bei der Fortpflanzung den weiblichen oder den männlichen Part übernimmst. Ja?
or talk a certain way or fit into a certain category or social role. Just like I could be a Christian and I have an internal perception, I have an internal belief, and I don't ever have to go to church, and I would still be a Christian because it's not based on behavior or... Das ist auch ein leicht anderes Konzept als das von Geschlecht. Ne? Also meine Frage an dieser Stelle lautet, und die passt übrigens immer, ja, hat Geschlecht etwas mit Fortpflanzung zu tun? Und die Antwort ist natürlich ja. Und ob du Mann oder eine Frau bist, das hängt davon ab, welche Rolle dir bei einer theoretischen Fortpflanzung zukommt. External aesthetic. What is a woman? Ja, ich meine übrigens das Video damals schon gesehen zu haben. Ja, weil es als quasi der Gegenschlag zu Matt Walsh bei Twitter rumgereicht wurde. Ich wurde leider nicht überzeugt. Ja, auch heute nicht. Es tut mir leid. Dexter Tricks, 500 Bits. Vielen Dank. Erstens, Kaspar, da du nun gute Laune hast, ich habe dir auf Discord das neue Video von Horizont gesendet. Wie wäre es mit einer Reaktion? Geht 1,50. Ich weiß ja nicht, was Horizont ist, Dexter. Ich muss erstmal. Ach so. Doch, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, darauf kann ich nicht reagieren. Ich habe davon mitbekommen, habe das Video nicht gesehen. Habe mir gedacht, den Fall müsste man eigentlich in der Honigschale beleuchten. Aber gut, dann spielen wir es jetzt ab. Ich meine, die meisten meiner Zuschauer werden wahrscheinlich auch Horizont abonniert haben. Aber trotzdem. Das Video kenne ich nicht, aber ich kenne den Sachverhalt. Soweit ich weiß, ist da Folgendes passiert. Ja? ZDF war wieder auf der Street unterwegs und führt quasi zufällige Interviews mit irgendwelchen Passanten. Und ich meine, bei Twitter gelesen zu haben, dass dieser Passant weiblichen Geschlechts, der da gleich interviewt wird, er ist wohl einfach so dahin gekommen, also so zumindest die Erklärung des ZDF, und hat gesagt, hallo, was machen Sie denn hier? Ja, wir filmen Interviews. Oh, da möchte ich mich auch äußern. Ich finde den Scheiß, den die grünen Schwachmaten da mit der Friedrichstraße angestellt haben, finde ich ganz großartig. Ja? Und wenn man dann nachforscht, stellt sich heraus, die Frau, die da spricht, ist eine Grüne. Ja, das ist das, was ich mitbekommen habe. Ich bin gespannt, wie es wirklich war. Verkehr ist ein Riesenthema in der Stadt, gerade jetzt, wo Wahlkampf ist. Schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt. Stehen in der Mitte der Stadt, Friedrichstraße, unter den Linden. Kaum sind wir da, treffen wir auf große Zustimmung zum Fußgängerstraßenkonzept. Exklusiv Umfrage, Mehrheit der Berliner lehnt Auto. Ah, schön. Freie Friedrichstraße ab. Wie eine Forsa-Umfrage für die Berliner Zeitung ergab, sind fast nur Anhänger der Grünen für eine dauerhafte Sperrung. Das umstrittene Verkehrsprojekt spaltet. Marie Heidenreich arbeitet um die Ecke und spricht uns an. Ich will doch nicht aufdringen. Ja, und spricht uns an, natürlich. Die Sita ist ein... Ach so, ich habe euch kein Bild gegeben. Scheiße. Das tut mir leid. Das war peinlich. Komm, 33 Sekunden, die machen wir nochmal. Verkehr ist ein Riesenthema in der Stadt, gerade jetzt, wo Wahlkampf ist. Schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt. Stehen in der Mitte der Stadt, Friedrichstraße, unter den Linden. Kaum sind wir da, treffen wir auf große Zustimmung zum Fußgängerstraßenkonzept. Exklusiv Umfrage, Mehrheit der Berliner lehnt autofreie Friedrichstraße ab. Wie eine Forsa-Umfrage. Auf große Zustimmung stößt man übrigens und zeigt mir da nicht ein Interview. Ja, das einzige Interview, was man mir dann zeigt, ist scheinbar das von einer Frau, die angeblich das ZDF-Team da vor Ort angesprochen hätte und sich später als Grün herausstellte. Für die Berliner Zeitung ergab, sind fast nur Anhänger der Grünen für eine dauerhafte Sperrung. Das umstritten. Also, was soll eigentlich dieser Scheiß, Alter? Das ist doch wie heißt denn das? Das ist so ein Trugschluss. Damals, ich glaube, die Briten waren es oder waren es die Amis? Keine Ahnung. Die haben sich gedacht, von uns werden Flugzeuge ab und zu mal abgeschossen. Wir werden uns jetzt mal ganz genau angucken, wo diese Flugzeuge getroffen werden. Und dann werden wir diese Stellen verstärken, damit diese Flugzeuge nicht mehr abgeschossen werden können. Ja, Zweiter Weltkrieg war das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Amis oder die Briten waren. Und dann haben die jedes Flugzeug, was zurückkam und beschossen wurde, erstmal untersucht nach den Einschussstellen. Und haben dann schön Buch geführt darüber. Ja, und da kam raus, keine Ahnung, in die, ins Cockpit gehen 8% der Treffer, in die Tragflächen 40%, keine Ahnung, ja. Und da hat sich das alles da, dann verstärken wir jetzt diese Stellen. Ja, und jetzt kommt nämlich dieser Trugschluss,
Die Flugzeuge, die es nach Hause schaffen und von euch untersucht werden können, die sind nicht das Problem. Die sind ja noch zu Hause angekommen. Das Problem sind die Flugzeuge, die so getroffen wurden, dass sie abstürzten und entsprechend von euch gar nicht mehr untersucht werden können. Ja, ich hoffe, das ist jetzt jedem klar. So, und das ZDF-Team geht da in die Fußgängerzone und fragt dann die Fußgänger in der Fußgängerzone, was sie davon halten, dass die Friedrichstraße jetzt eine Fußgängerzone ist. Das ist so, als würdest du zu einem Eishockeyspiel gehen und die Leute fragen, was sie vom Fußball halten. Und die werden dir alle sagen, oder fast alle werden dir sagen, ja, ich finde Eishockey viel, viel geiler. Und dann sagst du als ZDF, ja, wir haben die Leute gefragt und Eishockey scheint die beliebteste Sportart Deutschlands zu sein. Ja, so dumm ist das. Drittene Verkehrsprojekt spaltet. Marie Heidenreich arbeitet um die Ecke und spricht uns an. Ich will doch nicht aufdringlich sein. Ich wollte nur ein paar offene Fragen klären. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin Marie Heidenreich. Ich kandidiere für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin einerseits bei den Grünen Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima. Außerdem bin ich beim Radentscheid Rostock aktiv, wo wir uns für sichere und attraktive Radwege in Rostock einsetzen. Also es ist einfach wahnsinnig ruhig hier. Es ist total schön, ohne Autolärm hier durchlaufen und auch durchfahren zu können. Es ist wahnsinnig entspannt. Ich kann mich hier mit Kolleginnen und Kollegen treffen. Wir können hier lang... Oh, Alter, eigentlich, wenn man beim ZDF nicht gehirnamputiert wäre, und das ist tatsächlich dem Zufall geschuldet, dann hätte man spätestens da hellhörig werden müssen. Ja, denn kein normaler Mensch auf der Welt redet so. Lang flanieren. Und es tut einfach gut, hier gerade so zentral mal eine Oase zum Aufatmen zu haben. Und damit zischt sie davon. Und da seht ihr uns wieder das Problem von den bekackten Ausstädtern, die hierher kommen nach Berlin, ja, und dieses wunderschöne Drecksloch danach ihren Vorstellungen umgestalten möchten. Ja, die kandidiert für Mecklenburg-Vorpommern, von der nehme ich mal an, die ist aus Mecklenburg-Vorpommern und kommt dann hierher und sagt, ja, die Friedrichstraße hätte ich ganz gerne als Fußgängerweg. Ja, wenn ich hier erstmal Kanzler bin, Freunde, da werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, aber wir kriegen das irgendwie gemeinsam gewuppt, ja? Dann gäbe es für sowas zukünftig eine Haftstrafe. Ich wüsste nicht, wie wir da sonst rauskommen aus dieser Nummer, ja? Gehst du irgendwo hin und sagst, ich hätte das hier gerne so und so, obwohl du nicht von dort bist, dann gehst du erstmal direkt 2 Wochen bei, im Fall von grünen Anhängern übrigens, gibt es nur Sucuk und Wasser. Ja, weil die ist wahrscheinlich auch vegan, die Frau, oder zumindest vegetarisch. Und bei anderen müssen wir nochmal gucken. Ja, oder Kakerlakenmehl. Brot aus Kakerlakenmehl oder so ein Scheiß. Ja, anders, ich wünschte, es gäbe andere Möglichkeiten. Ich glaube, die gibt es nicht. Ja, also Haftstrafe. Anders kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Schließlich wird am Sonntag hier in Berlin nochmal gewählt. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Wenn es von jemandem mit so einer Einstellung... Oh ja, das ist der schöne alte Fall. Das ist die AfD-Hirse, oder? Ist das das? Ich nehme mal an. Ja, es gab irgendeinen AfDler, der hat Hirse produziert und ich glaube deutschlandweit in irgendwelchen Bio-Supermärkten verkauft. Und die Frau, die einfach nur eine Kundin ist, ja, und da befragt wurde, wie finden Sie das denn, dass die AfD-Hirse hier aus dem Sortiment genommen wurde? Ja, dann sagt sie, ja, ich finde das ganz toll. Und dann stellt es sich heraus, ich glaube, die war von den Linken, die gute Frau Monika Lazar. Also einem AfD-Mitglied, der eben auch in Funktion ist, hergestellt wird, dann möchte ich das eben auch nicht kaufen. Und deshalb ist es gut, dass es hier einfach nicht angeboten wird. Ansonsten laufe ich ja Gefahr, dass ich es dann kaufe. Und AfD-Hirse will ich nicht essen. Frau Lazar, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Wo auch Grüne mal diese Zufälle? Frage der AfD? Nee, von der AfD nicht. Ein Zufall. Schönes Ende. Der sehr, sehr schönes Ende. Des Schicksals hat uns zwei berührt. Wie wäre es mit einer Reaktion, habe ich gerade gemacht. Zweitens, Kasper, seit kurzem gibt es bei Cyberpunk DLSS 3 und kein Witz, in WQAD erreiche ich alles auf Ultra inklusive, ich weiß nicht, was RT ist, aber 200 FPS verstehe ich dann wieder. Ja, großartig, großartig, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ihr habt das Spiel schon durch, werde es nie wieder durchspielen, war okay, kriegt von mir 7 von 10 Punkten. Und nochmal, ich bin streng. Ah ja, Raytracing. Dankeschön. RT ist Raytracing. Ja, sehr, sehr cool. Rettweiler, 17. Monat. Vielen, vielen Dank. Oh, schon wieder ein Monat in der Abo-Folge abgezockt worden. Ich danke dir vielmals. Prosit. Dankeschön.
Lecker Pommes. 7. Monat. Hier. Mach für dich den Pommespanzer der Grünen nochmal groß. Ups. Das habe ich jetzt verschoben. Jetzt habe ich irgendwas verschoben, was ich nicht verschieben darf. Scheiße, was ist denn das hier? Okay, müssen wir uns für später aufheben. Der Pommespanzer der Grünen einmal für dich in groß. Und Lecker Pommes schreibt Moin. Ein herzliches Moin zurück. Cornellos, 500 Bits ohne Text. Vielen, vielen Dank. Der Urbane nochmal für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Für die geniale Hintergrundmusik. Gefällt mir. Na dann gebe ich dir nochmal einen Tipp. Streambeats. Ah, mittlerweile Senpai TV. Auch okay. Zu finden, wenn du nach Streambeats, alles ein Wort, suchst. Die sind gemacht von Harris Heller, also nicht gemacht. Er hat ihnen Auftrag gegeben. Harris Heller selber, der hat, glaube ich, auch mal Musik gemacht oder macht immer noch Musik, aber nicht im großen Stil. Und er stellt da diese Musik kostenlos zur Verfügung für alle Leute, die streamen wollen. Auch erhältlich bei Spotify, bei Apple. Und falls du selber Videos machst oder so, kannst du die jetzt im Hintergrund benutzen. Da gibt es keinen Copyright-Claim oder ähnliches. Ja, alles royalty-free. Da gibt es uns auch nie Beschwerden. Also, ich habe das ja regelmäßig, schon bei jeder einzelnen Honigwabe mittlerweile, kriege ich eine Beschwerde aufgrund des Intros. Ja, weil dieses Lied, was da am Anfang läuft, da gibt es ein Urheberrecht drauf. Und da muss ich ja jedes Mal diese Lizenz hochladen. Das passiert bei Harris Heller nie. Noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Ja. Jetzt kommt eine Frage, die kommt öfter mal. Nicht dein Ernst, Diddy. Kann mir jemand sagen, wie das Lied des HW-Intros heißt? Das Problem ist, das könnte ich. Ich kann das mal kurz raus und das wird mir nicht helfen, weil du kommst an dieses Lied nicht dran. Ich mache jetzt Folgendes. Ich lade dieses bekackte Lied kurz hoch und schicke dir einen Link, wenn ich es finde. Die Frage kommt halt öfter mal. Dann jetzt zumindest für alle, die regelmäßig zuschauen und scharf auf dieses Lied sind, wenn ich es finde. Ja, ich kann für nichts garantieren. So, Musik. Und dann, ich glaube, da geht es nämlich schon los. Naja, ich finde es auf die Schnelle nicht. Nee. Also, wenn ich dran denke, schreibt mir doch nochmal in die Kommentare, wenn dieser Stream hier online ist bei YouTube. Ja? Dann werde ich das nochmal in Ruhe raussuchen und dir einen Link schicken und den dann auch irgendwo oben verlinken. Der wird übrigens nur 14 Tage lang online sein, dieser Link. Ja, also nicht dann nach 3 Wochen schreiben, wo ist denn der Link oder der Link geht nicht oder so. Klar, der geht nicht. Ja, mir ist keine Plattform bekannt, wo ich ein Lied für länger als 14 Tage hochladen kann. Ja, außer jetzt auf YouTube. Aber das könnte man übrigens auch machen. Vielleicht mache ich sogar das. Wir gucken mal. Hauptsache, du erinnerst mich nochmal daran, indem du mir einen Kommentar schreibst unter dem fertigen Upload des Videos, was du hier gerade hörst. Ja? Dann haben wir Mhorri, 4. Monat, vielen, vielen Dank. Was wird dein nächstes Hörbuch und warum wird es Dungeon Crawler, Karl? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich verstehe. Das nächste Hörbuch, was ich mir reinziehe, ich ziehe mir gerade eins rein. Und das ist Naokos Lächeln von Haruki Murakami. Bin bisher nicht so angetan. Ich habe ihn damals durch Zufall entdeckt. Mit seinem damals, glaube ich, obwohl, nee, ist Blödsinn, ich weiß nicht, ob das damals das neueste Werk war. Das Buch hieß auf jeden Fall After Dark. Das fand ich ganz gut und seitdem habe ich mir von dem alles reingezogen, was rausgekommen ist. Und das Ding tut mich jetzt gar nicht befriedigen. Ja? Naokos Lächeln, nur eine Liebesgeschichte. Bin ungefähr bei der Hälfte und es ist kackenlangweilig. Aber 6 Stunden habe ich noch. Ne? Und den Dungeon Crawler Karl werde ich mal notieren. Kann für nichts garantieren. Ganz allergisch bin ich so bei Jugendliteratur. Ready Player One zum Beispiel ist so ein Hörbuch, was mir angepriesen wurde als boah, voll toll. Ich kann das nicht ab. Wenn das also Publikum 18 minus, also sprich 12 bis 16 eigentlich gerichtet ist, dann kann ich das in der Regel nicht. Da werde ich mit, mein Lieber. Shingon 02. 20. Monat.
vielen, vielen Dank, Medal zusammen und Chingon02 nochmal für 2000 Bits. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet wach von ohne Text. Ich danke dir vielmals. Gestern hat sich die Bootboy verschenkt einen Sub. Vielen, vielen Dank. Und der Hommel nochmal. Fünfter Monat. Vielen, vielen Dank. Moinsen. Bald kommt eine Live-Diskussion auf einem Twitch mit einem verstrahlten Klassenkameraden. Schön in Leipzig und nach wenigen Jahren komplett lost, der Gute. Ja, geil. Dann bitte doch mal aggressiv bewerben, wenn es soweit ist. Ja, ziehe ich mir sehr, sehr gerne rein. Einen letzten machen wir noch. Hisoka the Magician. 11. Monat, vielen, vielen Dank. Hey Kaspar, kennst du schon die neueste Beschreibung für Transen? Necromorphs. Basierend auf Dead Space. Google die mal, die bestehen auch aus totem Zeug. Naja, auch aus totem Zeug. Also übrigens, Dead Space bin ich bestens bekannt mit. Ich weiß auch, wie diese Gestalten da aussehen. Und ich glaube auch, dass ich mich distanziere. Ja, ich distanziere mich aber mit aller Deutlichkeit von dieser reaktionären Weltsicht, mein Lieber. Ja, hier die Necromorphs. Ich danke dir vielmals. Und schlechter Traum, 11. Monat, vielen, vielen Dank. Bin bald schon ein Jahr dabei, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ja, das sage ich mir auch immer wieder. Das sage ich mir auch immer wieder. Vielen, vielen Dank. Den markiere ich mal, damit ich weiß, wo ich nachher weiterlesen muss. Und wir kommen jetzt mal zu Age to the Jizzle. Also, es gab ja dieses Interview. Ich möchte euch das mal ganz kurz ins Gedächtnis rufen. Ja, auf dem Blog von Alexander Wallasch. Und da sagte Herr Maaßen hier, ja, sagte so, dieses Denken, nee, ich muss einen Absatz davor anfangen. Das ist Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird. Vor einem solchen Rassismus würde uns in jedem anderen Land der Welt die Genfer Flüchtlingskonvention von 1953 schützen. Wenn hier nun von Politikern und Haltungsjournalisten behauptet wird, ein Rassismus gegen Weiße oder gegen Deutsche gäbe es nicht, möchte da an den Täter aus Ludwigshafen erinnern, dann bedeutet dies, dass politische Verfolgung aus rassistischen Gründen gegen Weiße erlaubt ist und dies ist nichts anderes, als uns abzusprechen, dass wir gegenüber Migranten gleichwertige Menschen sind. Dieses Denken ist Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Diese rot-grüne Rassenlehre ist in den Köpfen der sogenannten Antideutschen entstanden, einer linksextremistischen politischen Sekte, der mittlerweile viele grüne und auch sozialdemokratische Politiker anhängen. Das jetzt die Aussage, aufgrund derer ihm anschließend vorgeworfen wurde, rassistisch zu sein, was vorn und hinten keinen Sinn ergibt und ich glaube auch antisemitisch. Das war ja schon vorher. Weil er mal das Wort Globalistin gesagt hat. Ist mein Ernst. Er hat mal von Globalisten gesprochen, die mit Juden nichts zu tun haben in seiner Schilderung. Also, das können welche sein, können auch nicht welche sein. Aber es ging doch nicht dem Juden. Das war dann antisemitisch. Ja, und ich glaube, das ist dann hier auch wieder aufgekeimt, diese Diskussion, ob er denn nicht antisemitisch sei. So, und dann habe ich gesehen, was mich doch ein bisschen schockiert hat, die gute Anna Schneider. Die ist äußerst basiert, die gute Frau. Ich bin großer Fan. Die war schon mal Hotschnitt der Woche. Und die war im Interview bei Welt. Die ist ja auch Autorin bei der Welt. Und die war, weiß ich nicht, unbasiert ohne Ende. Ja, ich will euch das nochmal ganz kurz zeigen. So, wir wollen gar nicht über Ausschlussverfahren oder nicht oder freiwilliger Austritt von Hans-Georg Maaßen sprechen, sondern über Critical Race Theory, die hat er auch kritisiert. Da kommen wir gleich zu, müssen vorher aber, glaube ich, erstmal klären, was hat es damit auf sich? Genau, und ich komme zu diesem Punkt nur, weil ich diese Interviews mit Maaßen auch natürlich akribisch verfolgt habe und er droppt dieses Wort jedes Mal, aber niemand fragt eigentlich nach und versucht zu verstehen, was er eigentlich so meint. Mhm. Ja, genauso übrigens, wie es ja, soweit ich weiß, sämtliche Medien vermieden haben, mal auf den Herrn, wie heißt er, Axel Steyer? Oder Steiner, ich glaube Axel Steyer heißt er, einzugehen. Also eine Sache, die Herr Maaßen auch explizit angeführt hat, ja, was ein Herr Axel Steyer von sich gegeben hat, ne,
Es wird hier demnächst keine Weißbrote mehr geben und daran arbeite er aktiv, ohne jedes demokratische Mandat übrigens. Ja, ich habe diesen Mann nicht gewählt dafür, dass er aktiv daran arbeitet, die Weißbrote hier abzuschaffen. Ja, da haben sie ja tunlichst vermieden, drüber zu sprechen. Ja, und genauso stellt natürlich keiner die Frage, was ist denn CRT? Ja, weil das gibt es ja gar nicht, es gibt es doch und dann ist es etwas Gutes. Aber wir halten das mal besser, halten wir besser den Kopf flach. Den Ball flach, ja? Das muss man eben ganz kurz wissen, dieses ominöse Wort, die Critical Race Theory, ist ein amerikanisches Konzept, ein akademisch-universitäres. Ganz kurz auf den Punkt gebracht bedeutet es, dass man davon ausgeht, dass Race ein soziales Konstrukt ist, also mein Ausdruck ist nicht Rasse, wie wir es im Deutschen gar nicht verwenden wollen, aus Gründen, und gehen aber... Doch, die meinen damit Rasse. Also nicht, dass Race korrekt übersetzt wäre mit Rasse? Bei denen werden ja auch Statistiken darüber geführt, zum Beispiel Kriminalstatistiken, und da wird dann Race aufgeführt. Ja, und du kannst kaukasischer Abstammung sein oder schwarz oder halt Hispanic oder Asian. Das sind, glaube ich, die, oder Pacific Islander. Ich glaube, das sind die rassischen Unterscheidungen, die man zum Beispiel in der bei den Strafverfolgungsbehörden in den USA wahrnimmt und meint. Ja, also, was soll denn da sonst heißen? Ja, wir haben mittlerweile ein Problem mit dem Wort, ja? Wie Broder mal sagte, je länger das Dritte Reich her ist, umso erbarmungsloser führen wir den Kampf gegen das Dritte Reich. In unserem bekackten Grundgesetz steht drin, dass jemand nicht aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden darf. Also, dass Rasse ein Wort ist, was wir irgendwie nicht sagen dürfen oder so, das ist eine extremste Erscheinung der Neuzeit. Und mit Neuzeit meine ich nicht die letzten 1000 Jahre, sondern eher so die letzten 8 Jahre oder sowas. Ich gehe davon aus, dass irgendwie durch diese Race-Einteilung weiße Privilegien perpetuiert werden. Also Weiße sind im krudesten Fall demnach alle Rassisten, weil sie eben weiß sind. Das ist so dieses auch Gelände, wenn man so will, wo dazu gehört, dass man behauptet, dass unsere Gesellschaft strukturell rassistisch ist. Also nicht das Individuum als solches, sondern die gesamte Gesellschaft. Ganz genau. Also eigentlich eine nicht ganz genau. Nicht ganz genau. Das Individuum. Letztendlich eine Meinung, die jeder Aktivist in den USA vertritt, aber diese Meinung gibt es. Ja, ich möchte an diese Frau erinnern, hab ihren Namen vergessen. Irgendwas mit Lioness hieß die, glaube ich, auf Twitter. Bin ich mir ganz sicher. Ja, die hat hier einen wunderschönen Vortrag gehalten und ganz groß, also am größten von dem ganzen Scheiß, hat sie da geschrieben, all white people are racist. Und racist zumindest noch unterstrichen. Und dann am zweitgrößten hat sie geschrieben, paypal.me/AshleyTheLion. Also nicht ja, nee, was hat sie gerade gesagt? Und behauptet, dass unsere Gesellschaft strukturell rassistisch ist. Also nicht das Individuum als solches, sondern die gesamte Gesellschaft. Ganz genau. Also ja, die Gesamtgesellschaft, aber auch das Individuum. Alle weißen Menschen sind rassistisch. Ja, diese Meinung gibt es durchaus. Eigentlich eine sehr komische, illiberale und anti-individualistische Sichtweise, die auch sehr traurig ist eigentlich, weil man davon ausgeht, dass jeder qua Geburt schon Rassist sein kann. Und darauf bezieht sich jetzt eben Hans-Georg Maaßen. Das ist sehr interessant. Die Art und Weise, wie er sich darauf bezieht, ist das legitim? Wie äußert er sich da? Das finde ich eben nicht. Also ich finde es ein bisschen unredlich, wer das macht. Erstens eben wirft er... Also ich habe euch gerade vorgelesen, was er da gemacht hat. Die reden über nichts anderes. Ja? Der große Aufreger war... dass er da von linksgrüner Rassenlehre gesprochen hat. Amerikanische Bezeichnungen in die deutsche Debatte, ohne das eben zu unterscheiden, was Race und was Rasse ist. Also man muss auch... Vielleicht sagt sie das, um sich nicht zu verbrennen. Ja, aber meine Frage an der Stelle wäre, Anna Schneider, wie unterscheidet sich der englische Begriff Race von dem deutschen Begriff Rasse? Gar nicht. 0,0. Auch von dieser Idee, dass Race ein soziales Konstrukt ist, nichts halten, um zu sagen, Moment, das ist nicht im Deutschen Rasse. Also jetzt den grün-roten... Okay, dann übersetzt doch mal bitte Race. Und jetzt nicht mit Rennen, ja, im Sinne von Autorennen, ist schon klar, dass das auch das heißen kann, sondern im Kontext zum Beispiel der Strafverfolgungsbehörden. Ja, wenn die da einteilen in Race. Ja, übersetzt das doch bitte mal auf Deutsch. Rassismus da irgendwie zu wittern, das ist viel zu
brachiale Wortgewalt, ich verwende das Wort ungern, aber da versteht man schon, wenn Deutsche aus, wie gesagt, historischen Gründen zurückzucken, wenn sie solche Begriffe hören. Mhm. Aber man sollte trotzdem damit auseinandersetzen, was er meint. Und was ich jetzt vorher erzählt habe, diese Denkschule, die ist wirklich illiberal und auch anti-westlich, weil sie eben auch offiziell mit dem Liberalismus bricht und mit unserem westlichen Denken. Und deswegen sollte man das Problem nicht ignorieren, nur weil es Hans-Georg Maaßen auf den Tisch bringt. Wie er das formuliert und rüberbringt, halte ich für vollkommen falsch. Okay, also, ne, bleib dabei. Wie hätte er das denn besser machen können? Es ist ein Thema, über das wir offensichtlich noch nie zuvor eine öffentliche Debatte geführt haben. Ja, er hat jetzt dieses Tor nochmal aufgestoßen und das passt dann auch wieder nicht. Wie hätte er es denn machen sollen? Wenn ich mir recht entsinne, kriegen wir hier keine Antwort geliefert. Weil ich übrigens auch denke, dass man so eine Gedankenströmung nicht eben mit der Brechstange aus der anderen Seite tötet, sondern einfach mit den besseren Argumenten. Er hat erwähnt, dass es das gibt. Wo kam da jetzt die Brechstange zum Einsatz? Immer darlegt, warum das nicht liberal ist, warum das nicht unserem Menschenbild entspricht und nicht, indem er mit Rassismus von der anderen Seite kommt. Also das ist. Also sie wirft ihm jetzt hier gerade vor, mit Rassismus von der anderen Seite zu kommen. Oder bin ich völlig bescheuert? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wo war denn da der Rassismus von Herrn Maaßen? Feuer mit Feuer bekämpfen und das ist, halte ich für ganz falsch. Es gibt etliche Bundesstaaten in den USA. Übrigens ja, sie hat es gerade noch ausgeführt, ne? Feuer mit Feuer bekämpfen, also Rassismus bekämpfe ich mit Rassismus. Alles klar. Frau Schneider, ich bin großer Fan von Ihnen. Inwiefern sind die Aussagen von H to the Jizzle rassistisch gewesen? Ja? Welche Aussage exakt von ihm war rassistisch und wieso war sie das? Wo das Lehren dieser Theorie und auch Teile des Lehrens dieser Theorie bereits untersagt und verboten sind. Ist das die richtige Gangart, damit umzugehen? Ja, wie so oft ist so der Blick nach Amerika der Blick in die Glaskugel für uns. Und wie du sagst, Ron DeSantis zum Beispiel, Floridas Gouverneur, hat jetzt ernsthaft vor, an öffentlichen Universitäten die Critical Race Theory, also dieses ganze Denkkonstrukt, zu verbieten. Das gut, sehr gut. Guter Mann. Halte ich für völlig falsch, weil Ideen zu, oder Gedanken zu verbieten, kann ja wirklich immer nur der allerletzte Schritt sein. Wenn man ja, aber Ideen und Gedanken sind ja an Universitäten, gerade im Westen, gerade in den USA, schon lange verboten. Ja, sind halt die Ideen und Gedanken der anderen Seite. Überhaupt gehen will. Und das sieht man, dass in den USA sich in diesem Kulturkampf, den es gibt, ob man es hören will oder nicht, illiberal und illiberal gegenübersteht. Da kommt's mal ein bisschen mit der Brechstange daher, ne, dieser Kulturkampf, den es gibt. Also die Konservativen versuchen irgendwie mit Verboten Sachen aufzuhalten, die schon da sind. Und diese linken Ideen oder größtenteils links progressive Ideen sind ihrerseits genauso illiberal. Und wir wollen da doch nicht hin als Deutschland, hoffe ich zumindest. Deswegen würde die CDU gut daran tun, das Thema jetzt nicht auszublenden, nur weil es so hyperventiliert wurde von Maaßen. Du sagst gerade, illiberal steht da illiberal gegenüber aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Wie geht man deinem Freiheitsgedanken und liberalen Äußerungen, die du auch immer wieder tätigst, am besten damit dann aber um? Wie macht man's? Ja, in erster Linie sollte man, und das sagen ja auch schlaue Menschen, zum Beispiel in der FDP wie Linda Teuteberg, nicht so tun, als gäbe es diesen Kultur. Übrigens auch ein großer Fan von Teuteberg, aber die Frau ist ja eine absolute Randerscheinung bei der FDP. Ja, wie war denn das bei der Abstimmung bezüglich der Impfpflicht zum Beispiel? Sie war dagegen. Wie war das bei der FDP ansonsten so? Waren die meisten dafür? Sind da vielleicht Leute dieser Abstimmung ferngeblieben, die zuvor groß getrommelt haben, mit mir gibt's sowas nicht? Hat der Herr Lindner Wahlkampf, davon haben wir ein Video, auf der Straße damit gemacht, dass es mit der FDP keine Impfpflicht geben wird? Ich meine ja. Kulturkampf, das Wort ist schon so abgedroschen, aber es gäbe es denn nicht. Mhm. Also wenn man diese Ideen sieht, die ich eben für vollkommen falsch halte, die hauptsächlich aus dem linken Lager kommen, muss man sie auch adressieren können und aussprechen. Und wenn man so lange wartet, bis die halt in allen Institutionen vertreten sind, Universitäten, sonstige Behörden etc., und man dann eigentlich nur mehr sie verbieten kann, weil sie eben schon überall sind, dann hat man echt einfach den wie sagt man, Pfiff nicht gehört? Nein, Schuss nicht gehört. Den Schuss. So, also weißt du, was ich meine? Wir dürfen einfach nicht warten, dass wir genauso weit sind wie in den USA, wo alles wirklich schon hart polarisiert ist und wo es nur mal die einen dagegen und die anderen dafür gibt. Aber ich glaube, dass man eben Woke nicht mit Anti-Woke bekämpft, sondern mit Intelligenz. Was jetzt an dem, ich wiederhole mich, ne? Was Maaßner geäußert hat, ist Anti-Woke gewesen. Er hat geschildert, was er beobachtet. Und da wurde ihm vorgeworfen, das wäre alles gar nicht. So hat er konkretes Beispiel genannt. Ja, der Herr Axel Steyer, der mehrere Tweets dieser Art abgesetzt hatte.
intelligenten Argumenten, weil ich glaube noch immer, dass Individualismus und Liberalismus die besten Argumente hat. Also bitte, müsste doch möglich sein. Anna, danke, dass du hier warst. Gerne. Ja, ich glaube, dass das kein gutes Argument ist, um hier gesellschaftlich irgendwas zu beeinflussen. Ja, Liberalismus ist eine tolle Sache. Ja, aber die Polizei, die latzt Schwarze einfach so zum Spaß zusammen. Ja, von daher scheiß auf deinen Liberalismus. Das wird das Gegenargument sein. Also ich war auf jeden Fall hart enttäuscht. So, noch härter enttäuscht war ich vom Herrn Jan Fleischhauer. Der hat ja vorletztes Jahr, glaube ich, ein Buch rausgebracht, hab den Titel vergessen. Ah, wie hieß das Buch? Jedenfalls hat ein Kumpel von mir dieses Buch und da habe ich ein paar Kapitel drin gelesen. Ja, ich würde sagen so 20-30% des Buchs habe ich gelesen und fand das sehr gelungen. Ja, dieser Mann ist anti-woke. Der macht sich immer und immer wieder lustig über diese Leute. Ja? Und dennoch hat er dann hier geschrieben auf Twitter, wie gerät einer der besten Juristen des Landes zur Überzeugung, die Regierung arbeite an einem verschwiegenen Plan, das deutsche Staatsvolk durch Migranten zu ersetzen. Die Radikalisierung des Politikers Hans-Georg Maaßen. Und was sich daraus lernen lässt. Und ihr merkt schon, ne? Das ist ein Thema, bevor wir offen darüber reden können, dass wir diesen Bevölkerungswandel, der sich hier vollzieht, was kein Mensch abstreitet, bevor wir werden sagen können, ich finde das nicht gut, öffentlich, als Politiker zum Beispiel, wird noch eine ganze Weile ins Land gehen. Ja, denn selbst ein Jan Fleischhauer springt dann auf diesen Zug auf und tut so, als wenn Herr Maaßen jetzt unterstellt hätte, dass es relevante Teile der Bevölkerung, nicht der Bevölkerung, sondern in der Politiker-Szene gäbe, die, oder in der Regierung, ja, die an diesem Plan arbeiten würden. Also, Herr Fleischhauer, da hat sich nicht die Linke zusammen mit den Grünen gesetzt und gesagt, so, Freunde, wie tauschen wir jetzt das deutsche Volk aus? Das haben die nicht gemacht, das unterstellt Herr Maaßen auch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn sie da mal anrufen würden bei Herrn Maaßen, der würde ihnen auf diese Fragen auch eine Antwort geben. Ja, das ist im Grunde, das ist ein Stromer, den ihr hier ausgräbt. Ja, dieser demografische Wandel findet aber statt. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, die sind besessen davon. Absolut besessen davon, diesen demografischen Wandel weiter zu betreiben. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Herrn Axel Steyer. Das sind auch die Politiker von Die Linke, von den Grünen und so weiter. Wir haben ein paar Aussagen. Wo sind die? Habe ich die noch offen? Ich hoffe, ja. Rassismus gegen Deutsche ist richtig und wichtig. Alles klar. Zibelschick, was soll's? Kann's kaum erwarten. Hashtag Teamumfolgung. Georg Kurz. Ist schon klar, das ist alles Satire. Ja? Das ist alles immer nur Satire. Aber komischerweise ist deren Politik exakt so ausgerichtet, als wäre das eben keine Satire. Ja? Herr Georg Kurz, der Vorsitzende der Grünen Jugend war, von 2019 bis 2021, sagt es dir hier ins Gesicht, dass die Politik, die aktuell betrieben wird, seit also spätestens 2015, dass er die gut heißt. Ja, weil er kann das kaum erwarten, Hashtag Teamumfolgung. Aber Herr Fleischhauer sagt uns, das ist bekloppt. So, gucken wir mal kurz in den Artikel hier rein. Ich hoffe, ich finde da auf die Schnelle den passenden Part. Maaßen redet von Austausch des stolzen deutschen Staatsvolkes. Hat er das? Warte mal kurz. Also das wäre jetzt immer noch korrekt. Nee, hat er nicht. Also hier in diesem Artikel ist Austa, kann ich nichts zu finden. Ja, also bei dem Artikel, also bei diesem Interview auf dem Blog von Alexander Wallasch, wird über Austa kein Wort verloren. Ist Maaßen ein Rassist und Antisemit, wie ihm unterstellt wird? Dafür gibt es keine Belege, jedenfalls sind bislang keine überzeugenden präsentiert worden. Aus der Tatsache, dass jemand anderen vorwirft, sie würden einer rassistischen Idee anhängen, lässt sich nicht im Umkehrschluss folgern, dass er selbst Rassist sei. Was für eine IQ-400-Feststellung. Wäre es so, müsste man große Teile der Linken des Rassismus verdächtigen. Unstreitig ist hingegen, dass sich bei Maaßen die Vorstellung festgesetzt hat, die Regierung arbeite heimlich? Wo hat Herr Fleischhauer diese Scheiße her? Die arbeiten da nicht heimlich dran. Sie arbeiten ganz offen daran. Sie nennen es nicht den großen Austausch oder so.
Aber die Politik, die sie machen, die führt unweigerlich dazu, dass Deutsche hier bei Zeiten eine Minderheit unter vielen werden. Und dann irgendwann, ich meine, denken Sie doch mal 150 Jahre weiter. Ja, oder meinetwegen 500 Jahre weiter. Wie soll denn das rein rechnerisch funktionieren, dass Deutschland im Jahr 2150 noch mehrheitlich deutsch ist? Wenn wir jetzt schon in den Schulen, je nach Bundesland und je nach Stadt, teilweise einen Migrationsanteil der Schüler von über 50% haben. Ich meine, die Schüler von heute, das ist die Bevölkerung von morgen. Ja, das heißt, du, das ist ein einfaches Rechenspiel. Pack da 30 Jahre rauf und dann hat die Mehrheit der Bevölkerung in Frankfurt einen Migrationshintergrund. Und dann packst du nochmal 30 Jahre rauf und dann sind es nicht mehr 51%, sondern 75% oder sowas. Das scheint sich bei ihm zur fixen Idee entwickelt zu haben. Wenn ich mir Robert Habeck und Annalena Baerbock anschaue, dann sehe ich zwei Politiker, die sich mehr oder weniger erfolgreich bemühen, nicht über die eigenen Füße zu stolpern. Selbst wenn sie den Wunsch hätten, die Deutschen durch den Zuzug arabischer Großfamilien zu ersetzen, wären sie mit der Umsetzung heillos überfordert. Warum gelingt es dann den Leuten so hervorragend? Herr Fleischhauer, irgendein Kindergarten in irgendeiner westlichen Großstadt, den Kindergarten können Sie sich aussuchen. Da gucken Sie sich die Zahlen von heute an. Und die Zahlen von vor 20 Jahren. Wie hoch ist da der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund oder der Anteil der Nichtdeutschen? Und Sie werden feststellen, dieser Anteil, der wird immer höher. Jahr für Jahr. Mir ist es ein Rätsel, wie man auf so einen Quark kommen kann. Klar, wenn man seine Abende im Kreis rechter Spökenkieker verbringt, dann ja. Aber als einer der besten Juristen des Landes, der gewohnt ist, die Dinge von der kalten Warte des Rechts zu beurteilen, wie soll man diese Reise an den Rand des politischen Spektrums nennen? Die Tatsache, wobei ich nicht weiß, ob er das getan hat, aber die Tatsache auszusprechen, dass hier ein sogenannter demografischer Wandel stattfindet, das alleine bringt dich schon an den Rand des politischen Spektrums. Selbstradikalisierung ist ein Begriff, der sich anbietet. Aber trifft er? Radikalisierung beginnt ja immer bei einem selbst. Es ist eher ein Abdriften, eine merkwürdige Verschiebung und Verengung der Perspektive, die einen nur noch Dinge sehen lässt, die andere nicht sehen, was einen dann umso mehr anstachelt. Bla 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 bla. So, und dann war Herr Fleischhauer ein paar Tage später ebenfalls bei der Welt im Interview. Und da hat er meiner Meinung nach ganz andere Töne getroffen. Jetzt reden die hier zum Glück nicht über die sogenannte Verschwörungstheorie vom großen Austausch oder wie die UN oder UNO, UNO war es glaube ich, ihn nennt, Replacement Migration. Okay, machen wir das auch nochmal schnell. Dann haben wir es hier direkt mit drin. United Nations Replacement Migration von United Nations Secretariat. Ja, und darin werdet ihr, wenn ihr die Scheiße jetzt durchlest, sind Dutzende Seiten, 177 Seiten, feststellen, dass dort empfohlen wird, aufgrund der niedrigen Geburtenraten im Westen hier Leute aus dem Ausland anzusiedeln. Und dabei schlägt man da nicht vor, hier ist die Arbeitslosenquote unter jungen Leuten in Spanien 30% oder sowas? In Spanien sind mehr als ein Drittel aller Jugendlichen zwischen 15 und 24 arbeitslos. Und dann kommt man nicht auf die Idee, weil wir brauchen die Leute ja wegen der Rente und so Scheiß, ja zu sagen, zum Beispiel, na gucken wir mal in Spanien, da sind mehr als ein Drittel der 15- bis 24-jährigen Arbeitslosen. Nee, wir gehen nach Mosambik und gucken da mal, ob wir da nicht Leute herbekommen, die hier arbeiten wollen. Und das da nicht tun. Ja, oder wir gehen nach Afghanistan oder so. Gut, weiter geht's. Darüber möchte ich sprechen mit dem Fokus-Kolumnisten Jan Fleischhauer, mir nun zugeschaltet. Denn vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, ob Maaßen tatsächlich freiwillig aus der CDU austreten würde. Damals schon unwahrscheinlich, jetzt wissen wir es. Wie geht's also weiter? Die CDU. Übrigens, dieses Video hier ist vom 7., der Artikel von ihm vom 4., glaube ich. Ja, also das sind 3 Tage später. Du möchtest ihn unbedingt loswerden. Was denken Sie, wird Maaßen da jetzt tun? Kann man ihn da doch noch irgendwie freiwillig bewegen? Also Hans-Georg Maaßen sieht sich als Bewahrer des wahren Erbes der CDU, ja? Also der Nicht-Angela-Merkel-CDU und fühlt sich, wie das immer so ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch angefeindet wird, von einer Reihe von positiven Zuschriften bestärkt.
So, es weiß, dass also eine Reihe von Leuten auf ihn zugetreten sind und ihn geraten haben, doch mal den Arm auszustrecken und sich ein bisschen zu mäßigen, aber da sieht ja gar keine Veranlassung. Gott, finde ich das nochmal? Ganz witzig, dass der Herr Fleischer für den Fokus arbeitet. Ich habe nämlich ein Bild. Ich muss das so raus und das ist nämlich zu schön. Ja? Weil da gab es so ein paar Leute, die an ihn herangetreten sind und gesagt haben, Herr Maaßen, ich unterstütze Sie. Ja? Jetzt irgendwie eine größere Umfrage diesbezüglich haben wir gar nicht. Wir haben eine... zumindest kleine Umfrage diesbezüglich. Scheiße, wo ist sie? Okay, vielleicht finde ich das so. Alexander Wallasch Twitter. Nochmal, der Herr Fleischhauer schreibt für den Spiegel, ja? War der Tweet von ihm? Ich glaube ja. Ha, da haben wir's. Da haben wir's. Ah nee, schade. Ich dachte, das ist Fokus. Ja, das wäre umso schöner gewesen, weil ja Fleischhauer für den Fokus arbeitet. Es ist der Stern. Und da gab es eine Umfrage, sollte Hans-Georg Maaßen aus der CDU ausgeschlossen werden? Und 58% sagen nein, dafür sehe ich keine Notwendigkeit. 5 sagen ja und 37% sagen nein. Jetzt müsste man übrigens auch unterscheiden nach CDU-Wählern. Ja, seid euch mal sicher, die 37%, die kommt von Linke und Grünen Wählern. Ja, Leute, die dann mit dem Hashtag nie mehr CDU auf Twitter um sich werfen, die haben sowieso noch nie die CDU gewählt und die würden auch niemals die CDU wählen. Ja, die kann wirklich die letzte linksgrüne Position übernehmen und diese Leute werden nicht die CDU wählen. Gut. Also, und insofern, ich glaube, er kalkuliert, dass am Ende er von diesem sich wahrscheinlich auch sehr lange noch hinziehenden Streit mehr hat als die CDU. Wenn wir mal auf das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Erbe der echten CDU blicken, dann gibt es natürlich immer wieder konservative Stimmen. Aber was ihm vorgeworfen wird, Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungsideologien, das ist nun wirklich nicht das, was die CDU nach außen ausstrahlen möchte. In Ihren Augen, was ist denn wirklich dran an diesen Vorwürfen? Maaßen selbst sagt ja nichts. Also ich habe mir das alles angeguckt, selbstverständlich. Also dafür, dass er ein Rassist ist oder ein Antisemit, gibt es jedenfalls bislang keinen Beleg. Dass man der Gegenseite Rassismus vorwirft, das hat er ja getan, hat also gesprochen davon, es gäbe eine rot-grüne Rassenlehre, ja, nach der die Weißen also als minderwertige Rasse betrachtet würden. Das ist ja noch nicht die Verbreitung von Rassismus. Und wenn das so wäre, wenn man also das Wort Rassismus schon in den Mund nimmt und dann damit selber zum Rassisten wird, dann wären große Teile der Linken. Okay, also er geilt jetzt daran auf, dass Maaßen hier von Rassismus gesprochen hätte, in Zusammenhang mit dieser Rassenlehre, ja? Ich suche mal nach Rassi. Ah ja, alles klar. Das ist Rassismus, der gegen die einheimischen Deutschen betrieben wird. Bei einem solchen Rassismus... Ah ja, alles klar, was ich am Anfang vorgelesen habe. Alles klar. Also, hieran geilt man sich jetzt auf. Ja, dass diese Rassenlehre, die man da verfolgen würde, dass das rassistisch wäre. Und dass das jetzt der große Skandal, dass er das rassistisch genannt hat. Also Rassisten, das ist ein beliebtes Argument in der politischen Auseinandersetzung mittlerweile, dass man also wild mit der Rassismuskeule herumfuchtelt. In dem Fall hat das jetzt, ein bisschen absurd aus meiner Sicht, Maaßen mal andersrum gemacht. Auch für das Ja, das ist übrigens auch absurd aus seiner Sicht, weil selbst wenn ein Somalier sagt, dass ich da diese zwei Personen abgeschlachtet habe, dass das Deutsche waren, war kein Zufall. Ich habe gezielt nach Deutschen gesucht, um sie abzuschlachten. Das wird dann eben nicht als Rassismus in diesem Land behandelt, medial. Ja, darum, worüber die Medien nicht sprechen, das passiert auch nicht. Ja, wenn es medial nicht stattfindet, dann findet es auch in der Realität nicht statt und dann kann auch ein Herr Fleischhauer ja, das überhaupt nicht begreifen, was da abgeht. Semitische gibt es keine wirklichen Belege. Insofern wird dieses Ausschlussverfahren, das die CDU da jetzt möglicherweise betreiben will, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber alleine das Beispiel der Rassenlehre, das ist ja wirklich ein Wort, das wir aus der dunkelsten Zeit Deutschlands kennen, das dort genutzt wurde. Ja, ich glaube, das ist der Witz. Deshalb wurde es genutzt, abgesehen davon, dass Critical Race Theory wahrscheinlich mit kritischer Rassenlehre recht gut zu übersetzen wäre. Es ist schon klar, dass dieses Wort auch in NS-Deutschland hoch im Kurs stand. Ja, aber er framet es doch nicht positiv.
worden ist, das jetzt nochmal zu verwenden, auch Maaßen weiß, was er damit auslöst, zeigt das nicht, welchen... Das Wort zu verwenden. Ja? Das Wort Gaskammer nutzen wir nach wie vor. Und die kam damals zum Einsatz. Jetzt muss ich jetzt eine neue Sprache erfinden, um über vergangene Dinge zu reden, um sie einzuordnen. Oder meinetwegen neue. Ja, angenommen, jetzt eröffnet jemand irgendwo eine Gaskammer und bringt dort industriell irgendwelche Menschen um, dann darf ich das nicht Gaskammer nennen oder was? Gruppen, welchen Menschen, welchen Ideologien er nahesteht? Ja, also wenn man das Wort Rassenlehre nicht mehr benutzen kann, ich meine, das macht ja, also wenn Sie mal, sagen wir mal bei der grünen Jugend oder bei der Jusis sich rumhören, da wird ja ständig davon geredet, dass die andere Seite rassistisch sei und irgendwelche rassischen Vorstellungen hätte. Also ich glaube, wie gesagt, es ist jetzt vielleicht nicht besonders zutreffend, der anderen Seite zu unterstellen, dass sie eine Rassenlehre verfolge. Aber das, wie gesagt, macht einen selber ja noch nicht zum Rassisten, dass man mit vielleicht auch fehlerhaft. Ich glaube, Ähnliches haben wir von Schneider gehört. Ja, wo kommt das überhaupt her? Wer hat Maaßen aufgrund seiner Aussagen vorgeworfen, rassistisch zu sein? Wer war das? War das wieder irgendein Grüner? Und jetzt debattieren wir über eine schwachsinnige Aussage von einem Grünen, als wenn die in irgendeiner Form valide wäre? Der Argumentation jetzt die Gegenseite überzieht. Und ich glaube, das wissen Sie ja auch in der CDU. Am Ende geht es vermutlich eher auch darum, ein Zeichen nach außen zu setzen. War ja lange auch gefordert von Friedrich Merz, sich loszusagen, sowohl von Maaßen als auch von der Werteunion. Und das hat man jetzt gewissermaßen mit diesem Ausschlussbegehren gemacht. Was dann am Ende rauskommt, ja, wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ja. Also bei der SPD hat es 10 Jahre gedauert, bis die Thilo Sarrazin losgeworden sind. Man haben darüber reichlich Anwälte verschlissen. Das wird jetzt hier nicht viel anders sein. Mit Bitte um kurze Antwort. In Ihren Augen ist es also ein Fehler, der CDU Maaßen loswerden zu wollen und er sollte Teil der Partei bleiben können? Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Also man setzt, wie gesagt, ein Signal. Man sagt, dass man mit diesen Leuten in der CDU nichts mehr zu tun haben will. Die Werteunion selber umfasst etwa 4.000 Mitglieder. Ob das jetzt ein schmerzlicher Aderlass wäre, wenn die alle geschlossen zur AfD übertreten würden, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube, dass Parteien auch eine gewisse Toleranz haben müssen, bis zu einer bestimmten Grenze. Wie so schön heißt das, Haus des Herrn hat viele Zimmer. Auch Knallköpfe haben auch ein Recht, sozusagen dabei zu bleiben, solange sie nicht eben sich zu exzentrisch und auch extremistisch äußern. Und diese Grenze sehe ich bislang bei Maaßen nicht überschritten. So die Meinung von Jan Fleischhauer. Ja, gut. Jetzt ist folgendes Problem. Ich habe jetzt hier noch ein paar Tabs offen. Und das hat irgendeinen Grund. Ja, eigentlich wären die zur passenden Stelle zum Einsatz gekommen. Ich habe diese Stelle verpasst. Und ich weiß auch nicht mehr, ob ich das bei Anna Schneider abspielen wollte, das Programm, oder bei Herrn Fleischhauer. Jedenfalls mal ganz kurz zu dem Austausch oder der Ersetzung oder so, die da irgendwie behandelt wurde, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ich möchte hieran erinnern, dieser Fall ist nicht mal alt, der ist vom 10. Januar 23, also nicht mal einen Monat her, während ich das hier gerade spreche. Ja? Quote, Doppelpunkt, Grüne machen Sachbearbeiterin, Justizministerin. Was da passiert, da ist eine braune Leute jetzt als Justizministerin tätig. Die Frau hat ein Jurastudium nicht mal abgebrochen. Sie hat keins. Sie hat auch keins angefangen, soweit ich weiß. Und sie wurde ersetzt auf Drängen der grünen Minister. Auf Drängen der Grünen wurde der Herr Adams ersetzt, weil er weiß ist. Und sie ein brauner, Leute. Also wenn das keine Ersetzung ist, ich nehme eine Sache weg und packe dann eine andere Sache dahin, ja, weil ich sie gemäß der Rassenlehre für wertvoller halte, diese Sache, dann weiß ich auch nicht. Ja? Und um euch die Dame mal kurz vorzustellen, wie heißt sie? Denstedt oder so. Doreen Denstedt, glaube ich, oder Denstetter, bin ich mir ganz wichtig. Ganz sicher, ja. Die ist ja dann auch ganz, ganz schlimm Opfer von Rassismus geworden, ja. So schlimm, dass zum Beispiel die Thüringische Landeszeitung darüber berichten musste. Ermittlungen der Polizei. Designierte Thüringer Justizministerin rassistisch beleidigt. Handelsblatt. Hetze gegen designierte Ministerin in Thüringen. Wegen rassistischer und beleidigender Äußerungen, Plural, im Internet gegen Thüringens designierte Justiz- und Migrationsministerin Doreen Denstedt, Grüne, ermittelt die Polizei. Leideticker. Tin Reichelt. Die haben mal nachgefragt bei der Polizei. Polizei Thüringen gesteht keine Flut von rassistischen Beleidigungen.
gegen neue Ministerin. Jetzt ist die Frage, was ist eine Flut? Also, Reichelt ist ja populistisch unterwegs, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Keine Flut von rassistischen Beleidigungen gegen neue Ministerin. Ja, was heißt das? Keine 5000 Anzeigen, die dir gestellt wurden? Bitte einmal in den Chat eure Schätzung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr diesen Artikel hier noch gar nicht bemerkt habt. Schätzt doch mal irgendeine Zahl, wie viele Anzeigen wurden denn gestellt oder wie viele Ermittlungsverfahren laufen denn da? Weil, wie Handelsblatt oder Thüringische Landeszeitung schreiben, diese Frau so fürchterlich rassistisch angegangen wurde. Ja? Also, Freunde, kommt mir jetzt nicht mit 1 oder 2 bis 3, da wurden Artikel drüber geschrieben. Da hat sich jemand hingesetzt und hat einen Artikel darüber geschrieben, dass diese Frau da rassistischer Hetze ausgesetzt ist. Ja, von daher können das nicht 2 bis 3 gewesen sein, sondern eher 2 bis 300. Ja? Auf Nachfrage von pleiteticker.de sagt die Polizei, aktuell laufe ein einziges Verfahren wegen Beleidigung. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen kann. In anderen Worten, wenn es eins weniger gäbe, würde da gar keins laufen. Aber man muss darüber dann mehrere Artikel schreiben. Gut, ich glaube, das war der Hass für heute. Ich gucke mal kurz durch, ob ich hier noch irgendwas Wichtiges offen habe. Habe ich nicht. Flut von Beleidigungen, Freunde. Ja, Hetze gegen designierte Ministerin. Gegen rassistische und beleidigende Äußerungen. Plural. Und am Ende gibt es eine Anzeige. Alles klar. Brother Filmriss, 10. Monat, vielen, vielen Dank. 10 Monate wäre eigentlich mehr, habe es aber irgendwann verpennt zu abonnieren. Das ist ganz witzig. Ich habe bei Erwin das Gegenteil getan. Ja? Ich habe Erwin abonniert, weil ich damals auf irgendein Video von ihm reagieren wollte und krieg ein paar Wochen, jetzt weiß ich, es waren 4 Wochen, später eine Meldung per E-Mail, dein Abo hier bei Erwin wurde verlängert. Ich denke mir, hä, ah, kacke, ich habe gerade keine Zeit, ich kümmere mich da morgen drum. Dann habe ich es vergessen. Krieg 4 Wochen später eine E-Mail, dein Abo bei Erwin wurde verlängert. Aber so, jetzt reicht's, Alter. Ich wusste bis dato nicht, dass sich die Abos bei Twitch von selbst verlängern. Ja, es sei denn, man widerspricht da ausdrücklich oder so. Jedenfalls habe ich Erwin jetzt 3 Monate lang seine Scheiße da finanziert. Er hat übrigens mal wieder einen richtigen Griff in die Kloschüssel getätigt, der gute Mann. Da gibt es ein gutes Reaktionsvideo von Demos Kratos. Also wer ein bisschen Bock auf Erwin hat, der möge mal bei diesem Kanal hier vorbeischauen. Und dann, hier. Das Video von vor 6 Tagen, Silvesterrandale, Komma, Migrationsdebatte und vieles mehr. Deutsch Perser reagiert auf Linken. In Klammern Proletopia. Ist ein Zweiteiler. Ihr habt da 2 Stunden Material. Kann ich wärmstens empfehlen. Möchte den Platz nochmal nutzen, um den Channel Meine kritischen Gedanken bei YouTube zu empfehlen. Meine kritischen Gedanken. Das ist doch der zuletzt ziemlich viel Herr der Ringe und sowas gemacht hat, ne? Ist das Herr der Ringe? Ja, ist Herr der Ringe. Also, dieser Kanal hier wurde euch gerade ans Herz gelegt, Freunde. Meine kritischen Gedanken. Ganz einfach zu finden bei YouTube. Der Kollege braucht unbedingt mehr Abonnenten. Danke und Grüße, Bro Filmriss. Ich danke dir vielmals, Bro Filmriss. Dann haben wir Dragon 2220, 2. Monat, vielen, vielen Dank. Oh, hello, my friends. Hello, auch dir, mein Friend. Mein Friend, sorry, da war ein D, was da nicht hingehört. Michax 1984, vielen, vielen Dank. 15. Monat. Was sind das für widerliche Gestalten im Video? Ich verstehe Männer, die denken... Achso, sorry. Ach, verstehe. Männer, die denken, es wären Frauen. Lul. Ja, ich distanziere mich an der Stelle von dieser Hetze. Das sind ganz normale Frauen. Ja, Transfrauen sind Frauen, haben wir von der SPD gelernt. Dann haben wir einmal Warrior Monger, verschenkt 10 Subs. Lieber Warrior Monger, ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. Treibstoffmangel, 2. Monat, ohne Text. Ich danke dir vielmals. Bumble Bob, 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Leute, gebt euch den neuen Song von Fulsk, Kakerlaken
Und wenn euch die Trans-Thematik mehr interessiert, dann pumpt meinen neuen Song namens Turfs Seid mal leise. Außerdem auch zu empfehlen hier von CU und Pfulli. So, Werbung off. Ich mache jetzt Folgendes. Wir sind hier nämlich demnächst fertig. Ich würde den Song einfach mal als Outro missbrauchen. Das heißt, am Ende gibt es hier einmal Gib mir Kakerlake von Pfulsk, Bambu und das war's. Vielen Dank, Bambu Leobob. Fantastic Mr. Fox 2022 nochmal für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Kasper, wir wünschen uns natürlich alle, dass du hier Alleinherrscher wirst. Ich habe das Gefühl, dass es spät ist und wir einfach nur noch gegen die Wand fahren. Das habe ich jedenfalls. Die Woche hat mir nichts Hoffnung gegeben. Mehr dazu in der Honigwabe. Auch wenn man alle, auch wenn alle die AfD wählen würden. Also sag mal, wenn du Alleinherrscher wärst, was würdest du tun, um das Ruder hier zu drehen? Ich würde damit anfangen, an Tag 1 es in die Wege zu leiten, dass wir die 300.000 abgelehnten, final abgelehnten ausreisepflichtigen Asylbewerber anfangen nach Hause zu schicken. Ja, ich würde dafür sorgen, dass die Justiz um einiges schneller arbeitet. Es kann nicht sein, dass du irgendeinen Scheiß machst und die Verhandlung ist dann, ne, da haben sich auch die Transfrauen vorhin drüber beschwert, die ist dann anderthalb oder zwei Jahre später. Ja, das geht auch nicht. Wir haben übrigens... Könnt ihr übrigens einen Gottschluck Cola für mich? Kleinen Moment. Wir haben da übrigens auch einen Feldversuch bereits hinter uns. Es gab mal eine Richterin, ich glaube auch die wurde ähnlich wie der Roland, mir fällt sein Nachname gerade nicht ein, aus Hamburg, Richterin gnadenlos genannt. Die war damals in Berlin tätig und die hat dafür gesorgt, dass der ganze Land hier mal auf Vordermann gebracht wird und hat die Zeit zwischen Feststellung, wer ist der Tatverdächtige und Verurteilung auf, ich glaube, wenige Wochen runterbekommen. Ah, genau, Ronald Schill hieß der Gute. Nicht Roland. Ronald Schill, vielen Dank. Aber ich weiß ja nicht, wie die Frau hieß. Ja. Und das soll wohl zu einem massiven Rückgang der Jugendkriminalität geführt haben. Ja, das ist wichtig. Und natürlich nicht 15 Jahre Haft für Norfeige, aber empfindliche Strafen. Und dieses Ding, dass du grundsätzlich in diesem Drecksloch hier verurteilt wirst, als wenn du 12 wärst, nee, ab 12 bist du, glaube ich, noch nicht strafmündig, ich glaube erst ab 14, als wenn du 15 wärst, aber du bist 21, weil später Entwicklung ist, würde es bei mir auch nicht geben. Ja, Kirsten Heisig, kann sein, dass sie so hieß. Kirsten Heisig wird gerade vorgeschlagen. Gut möglich. Das heißt, wenn du 18 bist, erwachsenes Strafrecht. Außer in extremst gut begründeten Einzelfällen. Ja, und das kann man übrigens auch statistisch ganz einfach festmachen. Ja, pro Jahr dürfen nur 1% der Verurteilungen gegen 18 oder älter seiende Leute nach Jugendstrafrecht erfolgen. Liegt man drüber, hat man offensichtlich falsch geurteilt. Denn nein, nicht 80% unter 21-Jährigen sind Spätentwickler. Ja, das wären so die ersten Ideen, die mir kommen würden. Und GEZ? Also nicht GEZ abschaffen, wahrscheinlich reduzieren auf die Hälfte und das Programm so gestalten, dass zukünftig die Wähler einer jeden Partei sich entsprechend der Prozente ungefähr, ja, die deren Partei bei der letzten Bundestagswahl bekommen hat, repräsentiert führen bei ARD und ZDF. Ich merke, der Stream ist down. Wir müssen eigentlich, also ich bin noch da offiziell. Diesmal sehe ich bei mir keinen Abriss. Jetzt wieder da, alles klar. Dann habe ich Calamares für 520 Bits. Vielen, vielen Dank. Ein Kanal mit viel zu wenigen Abos. Schonungslos. Kentler, Kinsey, Money und das Transgedöns aufgearbeitet und Normie geeignet. Und das auch noch auf Deutsch, wenn ich das richtig sehe hier. Also sonst würde der nicht schonungslos heißen, ne? Schonungslos. Das klingt äußerst interessant. Ich hau da mal ein Abo raus und werde mir das angucken. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Joe Liberty, 1000 Bits. Ich danke dir. Guten Abend, Hetzender Hassimperator Kasper. Hast du mitbekommen, wie Olli Schulz und Böhmermann sich in ihrem Podcast in die Haare bekommen und Schulz ihm Vorwürfe macht mit seiner woken Einstellung? Nein. Gibt's bei Spotify Boomer Cringe Folge vom 31.01. Das notiere ich mir.
Boomer Cringe heißt jetzt hoffentlich dieser Podcast. Spotify, 31.01.46:55. Da ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Geht so 10 Minuten. Könntest ja mal reinhören, wenn das geht. Ansonsten danke für die wundervolle Abzocke und allerseits einen schönen, hasserfüllten Abend. Vielen, vielen Dank nochmal. Joe Liberty sagt gerade, dass ich Olli Schulz und Böhmermann bei einem gemeinsamen Podcast, der offensichtlich Boomer Cringe heißt, alles ein Wort, in die Haare bekommen haben und Schulz ihm vorgeworfen hätte, ein Woker Schwachmar zu sein. Und das Ganze ab Minute 46:55. Zieh ich mir auf jeden Fall rein. Ich danke dir vielmals. Bamboleo Bob, 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Ach egal, noch mehr Werbung. Und dann ein Link zu YouTube mit dem Vermerk nur 30 Sekunden. Bitte jetzt nochmal den Link in die Videobeschreibung, Bamboleo Bob. Hungriger Spinner verschenkt 10 Subs. Hungriger Spinner, ich danke dir vielmals. Bamboleo Bob, einmal den Link bitte. Fulsk nochmal. 500 Bits, vielen, vielen Dank. Wenn du Chris Anger raiden möchtest, wir spielen Hogwarts Legacy. Geil, Alter. Alles klar. Dann wird der Raid auf jeden Fall eingeleitet. Wir sind übrigens gleich durch. Dui Juo. Zweiter Monat. Vielen, vielen Dank. Hast du einen Lieblings-Ghibli-Film? Nein, gar nicht. Ich habe nur Prinzessin Mononoke gesehen. Das ist 10 Jahre her. Ich kann mich an quasi gar nichts mehr erinnern. Und kann dir aus dem Kopf noch nicht mal einen weiteren Film nennen. Ja, also so wenig bin ich dann im Game drin. Tut mir sehr leid. Das war's. Wir sind durch. Bamboleo Bob, komm. Bitte gib mir den Link. Ich würde jetzt mal Fulls Up spielen als Outro. In der Hoffnung, dass Bamboleo Bob mir gleich mal den Link schickt. Dann gucken wir da rein. Und danach wird Chris geradet. Der zockt nämlich Hogwarts Legacy. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Fulsk, Freunde. Yeah, das ist ein Lied über etwas, das ich ganz oft haben möchte, aber immer nur von einer Person bekomme. Ich esse jeden Tag Fleisch. Yes, ja, mal weniger, mal mehr. Bei mir zu Hause ist die Kühltruhe niemals leer. Und Mama sagt, mit der Haxe unterm Arm ist Geflügel oder Steak und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Proteine sind und sagt: Komm, iss den Teller auf, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt, aber wenn... So, sorry für die Unterbrechung. Wir haben den Link, da gucken wir gleich rein. Einmal Puls. Wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Wurst und Fleisch, ja, das lieb ich zwar. Das macht mich groß und stark. Doch heute möcht ich zum Klaus hinfahren, der gibt's mir, was ich mag. Klaus gibt mir Kakerlaken! Yeah! Lecker Kakerlaken! Klaus holt mir Käfer aus dem Schrank, er hat dafür eine Plantage. Yeah! Voller Kakerlaken, wir eben jetzt die Bugs und sagen dann, Klaus gibt mir Kakerlaken! Yeah! Lecker Kakerlaken! Klaus holt mir Käfer aus dem Schrank, er hat dafür eine Plantage. Yeah! Voller Kakerlaken, wir ich will Kakerlaken. Yeah, ich will so gerne Kakerlaken. Ich will Kakerlaken. Aber wisst ihr, was ich jeden Tag esse? Ich esse jeden Tag Fleisch. Yes, ja, mal weniger, mal mehr. Bei mir zu Hause ist das Fleisch wirklich niemals leer. Und Papa sagt, ist die Wurst in echtem Darm. Am besten frisch geschlachtet, wenn's sein muss, auch vom Markt. Und dann erzählt er mir, wie wichtig Proteine sind und sagt, bis die Würstchen aufkommen, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Wurst und Fleisch, ja, das lieb ich zwar. Das macht mich groß und stark. Doch heute möcht ich zum Klaus hinfahren, der gibt's mir, was ich mag. Klaus gibt mir Kakerlaken! Yeah! Lecker Kakerlaken! Klaus holt mir Käfer aus dem Schrank, er hat dafür eine Plantage. Yeah! Voller Kakerlaken, wir eben jetzt die Bugs und sagen dann, Klaus gibt mir Kakerlaken! Yeah! Lecker Kakerlaken! Klaus holt mir Käfer aus dem Schrank, er hat dafür eine Plantage. Yeah! Voller Kakerlaken, wir eben jetzt die Bugs und sagen dann, Klaus gibt mir Kakerlaken!
Also ich habe Hunger bekommen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Wieder ein großartiges Werk. Vielen, vielen Dank an Pfulli und Bambo. Und jetzt der Link von Bambo Leobob war es, glaube ich. Also derselbe Bambo. Los geht's. Ah, okay, alles klar. Also Kaspars Bam, 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 nee, Bam, Bam, Bam hieß es. So soll es sich zugetragen haben. Von einem Kanal, von dem ich noch nie gehört habe. Wieso erfahrt ihr von solchen Sachen? Na egal. Zeigen wir mal, wie sich das zugetragen hat. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr werdet wach von BAM 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 BAM. So oder so ähnlich war das tatsächlich. Vielen, vielen Dank für den Link. Damit sind wir durch. Der Raid ist eingeleitet. Und ich danke euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Einmal den Raid starten, wenn das geht.